Und willkommen zurück hier auf adobelive.com auf Deutsch. Und in den zwei nächsten Stunden bin ich hier mit Marius wieder dabei. Wir waren schon gestern hier für zwei Stunden. Also das ist zwei Tage von unserem 3-Tage-Livestream über Experience Design. Und das ist ganz, ganz interessant zu sehen, wie alle Gäste auf verschiedensten Weisen arbeiten und wie die zu den Lösungen kommen, Usability und Benutzerprobleme zu lösen. Danke, Marius. Und hallo im Chat, willkommen zurück. Oh, ich habe da ich muss da noch schnell den Lower Third ändern. Siehst du, ich hatte diese ganze Minute, weil ich das vergessen hatte, okay? Ah, dafür war sie gedacht. Jetzt hatten wir noch eine Minute Zeit davor. Zack, und zurück zu dem. Und gucken wir mal, ob jetzt der Marius da ist. Ja, jetzt steht perfekt. Marius hier. Sind wir wieder heute da. Hallo Chat, seid ihr wieder dabei? Und okay. Und ja, wie gesagt, hi Rufus und Marius, Grüße aus Kassel, My Lady Janine, hallo, My Lady Janine ist fast auf allen Streams dabei. Super. Ein großer Fan von Adobe Live. Also wie gesagt, das ist der zweite Tag von unserem Livestream. Das sind 8 Stunden pro Tag für 3 Tage hier auf adobelive.com. Das Coole mit adobelive.com ist, dass alles in einem Bildschirm ist und dass man braucht nicht von einem Stream zum anderen zu klicken, wie man auf YouTube machen müsste. Das geht alles automatisch und da ist auch der Chat und auch sehr interessant ist das ganze Programm für die 3 Tage. Da kann man einfach draufklicken, das in den Kalender reintun, wenn man zum Beispiel mit der Katharina, die Katharina morgen ansehen möchte, wie die Arbeit fertig macht oder eben mit Rainer, der gerade fertig seine zweite Session gemacht hat oder mit Marius oder mit Melanie, die heute nach Marius kommt von 16 Uhr bis 18 Uhr. Okay? Oh, ja, alle, euch wieder zu sehen. Ja, ist eine super, super Community. Ich habe euch so gern da im Chat. Ihr seid so kreativ. Wir haben ganz viele Submissions bekommen für Logos und Ideen und super. Namen für die verschiedenen Apps, auf denen wir arbeiten. Also, willkommen zurück. Und jetzt geht's los mit Marius Bauer. Marius Bauer aus München. Aus München. Aus München. Hi, Rufus. Oder einem kleinen Dorf, wie du gestern gesagt hast, wo du der erste warst mit schnellerem Internet. Ja, da haben wir gestern drüber gesprochen, genau. Also super doof für den es interessiert. Dieses Dorf gibt es doch noch einmal. Sehr schön, der Winamp-Scan-Fan ist auch noch da von gestern. Ah ja, die Winamp-Scans, alle ja? zusammen. Mhm. Sehr schön. Genau. Super doof war das kleine Dorf, aus dem ich kam, genau. Ich war der Einzige, der damals einen DSL-Anschluss haben wollte. Und wie bei dir auch. Ja, wie bei mir. Bei mir ist es auch sehr kompliziert. Ich wohne ja in Italien, in Florenz, in der Mitte von nirgends. Da habe ich es mal probiert mit dem Satelliten. Ah, okay. Aber das war ungefähr 300 Euro pro Monat. Sehr günstig. Da habe ich gesagt, das kann ich mir nicht so lange leisten. Und das war auch gar nicht so schnell. Das waren vielleicht 2-3 Megabit. Nix. Okay. Nein, wirklich. Mhm. Für nicht, den Preis, ja, für den Preis teuer. Konnte ich mir das. Ja. Und dann ging es auf Radiowellen, ja, weil auf, da habe ich eine Antenne auf dem Dach und das ging dann so hoch auf, sagen wir, 3-4 Megabit up and down. Ja. Und letzte Woche kam endlich ein schnelleres Internet. Und schnelleres Internet für mich bedeutet 20 Megabit. Was man nicht alles tut. Was man nicht alles tut, um online zu sein. Sehr schön. Okidoki. Also, vielleicht machen wir schnell einen kleinen, Overview, Recap, was wir gestern gemacht haben. Und ja, das Show ist deins. Gut, super. Ja, gerne. Also mein Plan ist heute mal ein bisschen tiefer einzusteigen, um ein bisschen Kontext zu bekommen für das, was wir... Soll ich auf einen Screen gehen? Ja, gerne. Okay. Da hat gerade noch jemand die Frage gestellt mit dem Windows-Starter im Hintergrund. Genau, der ist von mir. Windows 8. Auch wenn nicht jeder der größte Fan ist von Windows 8. ich finde, es hat einiges bewegt. Vor allem, was Flat Design angeht oder überhaupt diese Metro Design Language. Mhm. Hat mir damals wirklich sehr gut gefallen. Und auch wenn Microsoft und meine Firma ist, die ganz gerne ein bisschen zu weit vorne raus ist, was Design Trends angeht. Finde ich, haben sie sich ja da echt gut geschlagen. Und Windows 10 ist ja ein gutes Betriebssystem. Genau.
Mein Plan für heute ist, also was wir gestern uns angeguckt haben, für die, die nicht dabei waren, ich habe ein bisschen drüber gesprochen, wie ich eigentlich arbeite, wie ich an so ein Thema gehe. Und wir haben User Experience ein bisschen definiert, was es für mich heißt. Und habe dann auch ein bisschen drüber gesprochen, wie man Adobe XD eigentlich ganz gut auch als Präsentationstool nutzen kann. Wir sind dann so ein bisschen durchgegangen von meinem Anfang, wie habe ich angefangen, mein User Experience oder überhaupt mit Design zu arbeiten. So der linke Teil, was ich im Moment mache in unserer Agentur, Einflüsse, die ich hatte von dem Psychologiestudium bis hin zu Erfahrungen, die ich jetzt gemacht habe die letzten Jahre. Einige Arbeiten gezeigt auf dem Behance-Portfolio und sind dann so ein bisschen eingestiegen in das Thema, das wir hatten, das ich ganz schön finde, sehr passend zu Katharinas Thema. Also wenn ihr schon eure 7 Sachen gepackt habt, dann können wir auch bald losfahren und uns eine Stadt aussuchen. Wir hatten gestern Paris ausgesucht. Hm. Passt ganz gut. Und was ich heute ganz gerne machen würde, also aus diesem unteren Layer, den ihr hier seht, der ist sehr, ja, ich würde sagen, ist so der Gedankengang oder die Art und Weise, wie ich an so ein Thema herangehe, heute einen Schritt weiter oben zu arbeiten und zu gucken, welche Tools benutze ich eigentlich, um so eine User Experience zu entwickeln. In welchem Kontext sind wir? Also sind wir in einem Kontext von einem großen Unternehmen? Haben wir einen Kunden, der vielleicht eine Umgebung hat, in der wir auf einige Dinge Acht geben müssen, die man im Startup vielleicht nicht beachten muss? Andersrum genauso. Und dann auch einzusteigen und zu sehen, ein bisschen empathisch an den Kunden zu gehen, was denn jetzt eigentlich so das Interessante in der App? Also welches Problem möchte ich lösen? Welchen Need gibt es? Oder ja, was auch immer Ziel der App ist. Oder des Produkts. Ich meine, muss ja nicht immer nur die App sein. Ja. Wie wir gestern gesagt haben, ich finde, Experience hat auch viel damit zu tun, was außerhalb des Bildschirms passiert. Und da möchte ich auch gern drauf eingehen. Das lautet auch gut auf Deutsch. Erfahrungsdesign. Erfahrungsgestaltung. Nutzererfahrungsgestaltung. Oh ja, sehr schön. Das ist noch ein bisschen länger. Nutzererfahrungsgestaltung. Wow. Das ist ein super deutsches Wort. Wow, da haben wir ein. Machen wir gleich ein Patent drauf. Ja. Trademark. Das Nutzererfahrung. Amt für Nutzererfahrung. Ja. Das ist ein schöner Agenturname. Die Domain ist bestimmt auch noch frei. Und dann .io. Ja. Dann haben wir alle Buzzwords. Alle Trend Domains zusammen. Super. Genau. Was dieses Toolkit angeht, durch die Agenturen, mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe, bin ich ein bisschen Design Thinking geprägt, was ich auch sehr schätze. Also ich habe eine Weile für IDEO gearbeitet in München, für AKQA in Berlin und war eben auch eine Weile hier bei Microsoft. Wir haben im Moment auch sehr viel mit Phoenix Design zusammen aus München, ein Produktdesign Studio. Einer der Gründer war auch Gründer von Frog Design und hat sich dann entschieden, er möchte lieber Produktdesigner bleiben, also in dem klassischen Sinn. Und hat in Stuttgart dann Phoenix Design aufgemacht. Also falls jemand zuguckt von euch, auch hallo. Und da ist Design Thinking eigentlich ein großer Bestandteil des Ganzen. Genau. Und wie ihr seht, also Post-its, glaube ich, sind digital für mich auch so ein Tool, das ich ganz gerne benutze. Und eigentlich ist es so eine sehr einfache... Ja, cooles Name-Dropping, sagt er gleich, ja. IDEO, AKQA, Microsoft. Alles dank Behance. Ja. Aber das sieht man nicht auf der Kamera, ist ganz rot geworden. Ja, hier muss ich so bleiben sitzen jetzt. So haben sich diese ganzen Tools so ein bisschen zusammengesetzt. Ich bin jemand, der einfach wirklich gern digital arbeitet. Wir haben inzwischen auch viele Whiteboards, die wir einfach im Büro rumschleppen. Ich finde es so, was die Kommunikation angeht, macht es alles einfacher, zusammenzuarbeiten im Büro. Ich bin zwar auch ein großer Freund von Remote-Arbeit, kann man auch drüber diskutieren, was man gerne tut, aber ich denke, so für die Phase, in der man ziemlich tief eintaucht, anfängt, Ideen zu sammeln oder auch noch mit dem Kunden kommuniziert, das ist, finde ich, gut, sich einfach mal für längere Zeit auch zusammenzusetzen vor Ort. Absolut. Ja. Aber ich glaube, Zeit allein zu verbringen, ist auch super wichtig für eben Deep Thinking und wirklich in die Ideen reinzukommen. Ja. Das kann ein wenig schwierig werden, wenn mehrere Personen da sind. Absolut, ja. Finde ich also so aus der Erfahrung wirklich was Gutes, auch einfach mal vor Ort zu sein, wie wir gestern so gesprochen hatten beim Kunden. Ja. Zu sehen, wie ist das Umfeld auch, also ist Design-Driven oder Design-Thinking was überhaupt eine Kultur hat in dem Unternehmen? Ja. Genau, vielleicht auch gar nicht. Also vielleicht
tut man auch gut daran, erstmal einen Workshop zu machen oder einen Termin, wo man die Leute auch rausnimmt in ein anderes Unternehmen und guckt, was kann das bewirken. Mhm. Also haben wir immer ganz gerne gemacht, dass wir dann, also dadurch, dass die Büros auch oft in Silicon Valley waren, dann zu Leuten gegangen sind, wie jetzt Jawbone zum Beispiel war damals so ein Thema, dass man einfach auch guckt, dass Design in so einer zentralen Rolle auch viel Platz einnehmen kann oder auch viel lösen kann, wo man vielleicht sonst nicht weiterkommt. Hatten damals auch für eine Versicherung in der Schweiz gearbeitet, ähnliches Thema. Ist, glaube ich, ein ganz guter Anfang, erstmal zu sehen, gibt es da überhaupt ein Standing dafür? Also hat es überhaupt Platz in dem Kundenkreis, in dem man da arbeitet, in der Firma? Ist ja auch oft nicht so. Also man spricht im Moment echt viel von Digitalisierung. Wir arbeiten viel mit Mittelstand in Deutschland, was ich auch super spannend finde, weil, wie wir es so gestern hatten, die selbstfahrenden Walzen und Gabelstapler mit Alufelgen, war nicht überhaupt eine gute Idee vom Renner. zu digitalisieren oder digitalisieren ist echt ein Schritt, wo man denkt, ja, Display rein ist gut. Oder am besten noch ein Display auf dem Kühlschrank drauf, wie das alle so gerne machen. Ist bestimmt auch cool. Aber ich denke, einen Schritt zurückzugehen und erstmal zu gucken, was ist denn eigentlich die Strategie, die wir verfolgen? Gibt es Ziele, die wir verfolgen? Wo wollen wir eigentlich hin damit? Ja. Weil so kommt man irgendwie schnell in so eine Erwartungshaltung auch auf beiden Seiten, wo man eigentlich gar nicht drüber springt. Nur, ich will endlich Adobe XD für Windows 8. Viel Glück. Oh. Oder ein kleines Update aus Windows 10 wäre auch ganz gut. Außer du findest Windows 8 so gut, was ich natürlich super finde. Dann kannst du mein Wallpaper noch ein bisschen angucken. Du kannst Marx das Wallpaper immer anhaben, aber nicht XD. Ich schick's dir aber auch gerne so als E-Mail. Ich hab's in Hi-Res, falls du es brauchst. Dann kannst du auch gerne auf Windows 10 wechseln. Genau, also um darauf zurückzukommen, ich finde so Expectation Management ist auch ein Thema, das wir eigentlich oft ansprechen, wo man sich dann denkt, okay, so stillschweigend geht jeder aus dem Meeting und sagt, das wird super und hat eigentlich drei verschiedene Bilder im Kopf. Mhm. Der Designer geht und sagt, das wird super, weil es wird eine wirklich gute App, die gut aussieht, die in meinem Behance-Portfolio gefeatured wird oder die mir einfach ästhetisch gut gefällt. Der Kunde geht raus und sagt, perfekt, die nächsten Millionen werden irgendwie kommen mit dem Projekt. Digitalisierung wird super, kann ich gleich mal in der WUF irgendwie einen Artikel schalten oder so. Und der Projektleiter geht raus und denkt sich, oh Gott, was ist denn Scrum, was ist denn Agile, was ist denn Design Thinking, muss ich jetzt erstmal irgendwie nachlesen die nächsten drei Wochen. Das sind so Dinge, über die spricht man immer nicht so. Ich meine, jeder denkt immer, er kann und er weiß, natürlich. Ich finde aber, auch wenn jeder weiß, um was es geht oder sein Verständnis dafür hat, ist es ganz gut, erstmal diese verschiedenen Bereiche oder Linsen, die man so hat. Ja, genau. Das haben wir ja, dass dieses neue Wort, das NEG. Mhm. Ja, okay. Das NEG. Wirklich? Clive? Einverstanden? Ja. NEG? NEG, ja. Das ist die Nutzererfahrungsgestaltung. Ja. Ah, NEG. Nice. Gleich wie die Deutschen es gerne machen, Abkürzung, super. Oh ja, da machen wir auch gleich nochmal einen. Den muss ich mir merken. NEG, ja. NEG. Was geben wir dem für eine Farbe? Ah, das, aber das sieht zu sehr aus wie negativ. Mach's rot. Okay, machen wir so ein schönes Orange, Goldrot. So. Oh, das NEG. Ja. Ja. Wow. Und das Roy. Kopneck-Roy. KPI. Nice. Vielleicht kommen wir noch was zum Rap oder so bis am Schluss. NEG, okay. Ah ja, das schreibe ich mir jetzt dann noch drunter, weil. Das vergesse ich sonst. Okay, nochmal. Die Nutzererfahrungsgestaltung, ein Wort. Erfahrungsgestaltung. Okay. Jetzt habe ich einen T zu viel. Macht aber auch nichts vor, das ist ja lang genug. Gut, da gehen wir jetzt dann von 500 Punkt auf 100. Dann kann man es auch noch lesen. Sieht fast aus wie eine neue Nivea-Creme. Gleiche Schriftart. Okay, genau. Aber um zurückzukommen auf die KPIs und Expectation Management, einfach schön, diese Linsen auch mal irgendwie dann zu sammeln und eine ähnliche Perspektive zu bekommen, ähnliches Verständnis und dieses Vokabular vielleicht auch mal irgendwo niederzuschreiben. Also wir machen das im Moment oder seit einiger Zeit haben wir gute Erfahrungen mit Confluence gemacht.
dieses Ganze einfach auch mal zu dokumentieren für den Workflow. Also es ist natürlich fürs Onboarding im Team, falls nochmal Stakeholder dazukommen. Man hat auch auf so einen Co-Creation-Prozess jetzt, wo man mit mehreren Agenturen zusammenarbeitet, was ich auch vollkommen sinnvoll finde, also für Kunden und auch für Agenturen. Weil wenn du ein Produktdesign-Studio hast mit 30 Jahren Erfahrung und ein Technologieunternehmen wie uns, dann ist es natürlich eine gute Kombination für den Kunden und ich glaube, viele Learnings, die man schon gemacht hat in Projekten davor, kann man dann auch mitnehmen. Man muss dann nicht jedes Mal neu anfangen. Also Dokumentation, so ungut dieses Wort auch immer ist, in Deutsch finde ich, es ist sehr, sehr hilfreich, weil man sich die ganzen Onboarding-Meetings immer spart und ich glaube, für einen selbst auch gut ist, das Ganze mal niederzuschreiben. Nicht jetzt unbedingt in einem Grob- und Feinkonzept, so wie man das kennt, auf 500 Seiten. Aber Stichpunkte schreiben reichen schon. Genau. KPIs festlegen, was ist denn mein Ziel? Da habe ich einen Artikel letztens gelesen, den fand ich wirklich gut. Die allwissende Eule. Jemand, dem man auch wirklich gut folgen kann. Dieser Channel auf Medium ist super, Think Growth. Und Steve Blank ist jemand, den ich sehr gut finde. Also wenn man Dan Norman kennt, dann kann man sich Steve Blank auch gerne anschauen. Du schreibst ja auch auf Medium. Ich schreibe auch, ja. Mhm. Mhm, genau, also wirklich gerne. Wer gucken will, kann auch gerne gucken. Okay. Ich finde es spannend, das sind so alles mögliche, verschiedene Themen, die ich so einfach mal irgendwie auch durchgehen wollte. Und ich finde es schön, weil man sich mit den Themen so strukturiert auch beschäftigen kann. Mhm. Deswegen so gestern diese Anspielung auf Netflix. Weil also was so Script schreiben angeht oder Autoren, finde ich wirklich super spannend. Mhm. Also treffe ich mich im Moment auch mit vielen, weil eigentlich viel, was wir so tun, auch oft eine Geschichte erzählt. Ja. Um diesen Storytelling-Begriff endlich mal wegzulassen, weil ich finde es unglaublich genial, wie man mit solchen Methoden, also Methodik eigentlich, die aus einem Feld kommt, das uns nicht so bekannt ist, mit Linguisten oder mit Literaturwissenschaftlern auch, mal sich zu unterhalten, was macht so eine Story eigentlich aus. Und nach unzähligen Netflix-Stunden fällt dann auf, dass viele Dinge, so wie Marvel-Stories, ziemlich ähnlich verlaufen. Und das eigentlich ähnlich ist wie so ein iPhone SE oder ein iPhone 6 oder ein iPhone X. 10, sorry. ähnliche Strategie, ähnliches Ziel, aber ein bisschen anders visuell verpackt. Und es ist spannend, weil irgendwann werden die Serienfallen auch dann nicht mehr spannend oder die Stories, weil man eigentlich schon weiß, wie es ausgeht. Mhm. Manchmal bleibt man dann immer noch dabei, weil man eigentlich so eine Beziehung hat zu diesem Charakter schon aufgebaut. Ja, aber ja. Nein. Ja. Genau. Ist eigentlich so, ich muss aber die Serie fertig schauen, aber ich bin dann immer so schlimm, ich bin kein Freund von Notifications und wenn ich dann immer noch sehe, auch wie die UX-Pattern, für mich sehr, sehr gefährlich. You still have to watch the series. Ja, ja, ja. Wer aber Interesse daran hat, diese Sachen zu löschen, ohne das. Warum hast du das nicht zu Ende geguckt? Ja. Genau, ja. Man kann aber, habe ich jetzt rausgefunden, wenn man sich aber nur im Webinterface anmeldet, auch die. Ja, Stefan Hornhoff. Hornhoff. Hey Stefan. Ja, schönen Gruß nach Salzburg. Ja. Freut mich. Stefan, ich habe gestern rausgefunden, dass die Melanie, die nach mir dran kommt, schon mit dir gearbeitet hat. Ja. Bei Loop in Salzburg. Also schließt sich der Geist. Kleine Welt, kleine Welt. Sogar über Paris, Salzburg, München. Wo schaut ihr eigentlich her? Schweiz, Österreich, Deutschland vielleicht? Okay, so was ist der Plan für heute, Marius? Genau, also was ich gerne machen würde, so mein Bereich inzwischen eigentlich ein bisschen mehr Strategieplanung. Also ich finde auch ein großer Teil von UX. Darauf gehe ich jetzt so ein, deswegen möchte ich hier in den Artikel erstmal reingucken. Und dann im nächsten Schritt mein Toolkit so ein bisschen präsentieren. Also es, wie ihr gesehen habt, sehr einfach. Das gleiche, was auf dem Schreibtisch auch rumliegt, nur jetzt mal digital. Ich habe links immer so ein kleines Whiteboard, da ausgenommen aus der Matrix, die dann rechts kommt, wo ich einfach mir Links draufziehe. Also es ist eigentlich so, was man klassisch im Ordner macht oder sich irgendwie Inspiration sammelt in Ordnerstrukturen oder wo auch immer. Mache ich ganz gern hier. Vor allem mit XC ist es super, dadurch, dass es so leicht und lean aufgebaut ist. Screenshots einfach reinziehen, nicht die Originalfiles, macht das Ganze wirklich leichter. Immer noch Deutschland. Okay. Nick zu Hölpe sagt, ich warte schon auf Adobe Neg. Ja. Gut. Stefan Biffiger, Grüße aus der Bretagne. Oh, ja. Auch sehr schön. Ja.
Wir sind hier in der Mitte irgendwo. Ja, cool. Da möchte ich mal in den Urlaub. Habe ich mir vorgenommen. Genau, also das ist eigentlich so meine Sammlung wirklich an Inspirationen, weil ich finde, es ist so, visuell spricht immer eine Sprache, die man sehr schnell verknüpfen kann mit Dingen. Ich muss nicht nochmal in Apps rumspringen, ich muss nicht Text lesen. Ist so eine Sprache, die auch universell gut funktioniert. Also ich finde für Präsentationen, deswegen habe ich das gestern eigentlich nur auf Bildern aufgebaut. Auch wenn es, ich glaube, ich habe da einfach auch ein bisschen zu schnell alle Themen irgendwie angesprochen. Besser hängen bleibt. Das gleiche gilt eigentlich auch für UI-Design, denke ich, oder UX-Design. Die Kombination aus Bild oder Emotion und Text macht das Ganze für den Nutzer immer leichter. Taiwan. Wow. Okay. Ich hoffe, du verstehst uns. Mhm. Ich gebe mein Bestes, nicht so ganz schnell zu sprechen. Also Whiteboard-Sammlung links. Dann, was ich inzwischen ganz gerne mache, arbeite ich in der Matrix. Also ich habe eigentlich dieses Canvas-Business-Model so ein bisschen übernommen in meine Arbeit. Und als nächstes kommt eigentlich so der Screenflow. Gleiches Template wie welches Device auch immer man arbeitet, ist eigentlich das gleiche. Und so die dritte Ebene in dem Ganzen sind für mich die Touchpoints, weil ich finde, wir sind immer gern hier, was ich auch gerne mache. Man vergisst aber eigentlich auch, dass da oben meistens noch jemand sitzt, der auf den Screen schaut. Und vielleicht gibt es auch jemand auf der anderen Seite, der auf den anderen Screen schaut und mit dieser Person redet. Also für Katharina, ich habe es gestern rausgefunden, du kannst auch spiegeln. Es geht aber nur, ich habe rausgefunden mit Vektorobjekten. Mhm. Ich glaube, wenn man ein Bild nimmt, habe ich gestern mal getestet. Kann ich übrigens sehr empfehlen, alle vier Bücher. Radical Technologies lese ich gerade. Dauert zwar ein bisschen, bis man dann durch ist, ist auch ein bisschen wissenschaftlich, aber super spannend, wer gerade an einem IoT-Projekt arbeitet. Genauso Robert House, ich mache nicht zu viel Werbung, ist ein geniales Buch für jeden, der irgendwie an Automatisierung arbeitet oder wo es gerade um Jobs geht, die automatisiert werden sollen. Wirklich cool. Wenn ich das Bild jetzt aber nehme und verändern möchte, dann bleibt es das gleiche Bild. Also ich kann es noch nicht spiegeln. Ah, nicht spiegeln, genau. Ja. Ich finde es aber auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall, es geht mit Smart Objects und Vector Objects, glaube ich, geht's. Genau. Okay, genau, also Touchpoints haben so ihre eigene Ebene. Ich baue die Matrix jetzt einfach mal auf. Ich finde, ihr könnt euch diesen Artikel nachher noch im Detail durchlesen. Er geht eigentlich nur so drauf ein, welchem Kontext arbeite ich. Also für mich wirklich spannend, gerne echt mal reingucken. Weil wenn ich als Freelancer oder als Agentur in ein Umfeld komme von einem Startup, ob jetzt als Inkubator in einer großen Firma oder in einer großen AG, oder wirklich als Startup, hat man eine andere Motivation oder auch andere Ziele, die man verfolgt. Mhm. Im Gegenteil zu einer großen Organisation, wo ich vielleicht an der App arbeite oder an einem Software-Ökosystem, das andere Ziele verfolgt. Weil da sagt eigentlich nur, also what drives innovation? Ich finde, innovation ist auch so ein Begriff, den man eigentlich mal nachgoogeln sollte. Also Innovation ist auch positiv, weil es verändert viel. Also es ist oft ja so diese drei Faktoren, Geldeinsparung, Effizienz. Aber es kann natürlich auch negativ sein, weil es ist Disruption, also es kann auch Arbeitsplätze verändern oder auch wirklich eine Industrie verändern. So die drei Bereiche, die man eigentlich immer im Kopf haben sollte, dieses Triptychon der Innovation. Und er sagte, in a large company, fear of failure inhibits speed and risk taking, while in a startup, fear of failure drives speed and urgency. So eine große Firma arbeitet eigentlich sehr inkrementell, also in kleinen Teilen, daraufhin zu sagen, ich optimiere für mein Business Model, also ich möchte mehr damit verdienen, so ein Auto-Interior oder so wird drauf getrimmt, dass es weniger Geld kostet, aber mehr Geld bringt, was in dem Kontext ja auch Sinn macht. Also das sollte ich mir als UX-Designer auch bewusst sein, wo ich da jetzt handle. Und auf der anderen Seite bei einem Startup ist Fear of Failure eigentlich ein positiver Motivator, weil wie jeder hat man nicht viel Zeit. Es gibt irgendwie in dieser Matrix auch Leute, die was Ähnliches machen. Mhm. Vielleicht auch schon auf dem Markt sind, es vielleicht nicht so gut machen. Ich finde, dann ist es auch sinnvoll, es zu versuchen. Man hat dadurch aber eine andere Motivation. Also ich bin jemand, der in einem Feld ist,
ich bin gerne in so einem Startup-Feld, also ich mache das so auch ganz gerne, weil ich finde, man springt ins kalte Wasser und verlässt sich eigentlich auch nicht auf das, was da außen rum so passiert. In manchen Fällen ist es aber einfach nicht passend. Also da macht es Sinn, sich dieses Ökosystem erstmal einzuverleiben, in dem ich da bin und auch die KPIs mit dem zu teilen oder die Ziele mit denen zu teilen, die man erreichen möchte. Also auch wieder am Anfang erstmal drüber sprechen und festlegen, wo wollen wir eigentlich hin. Und das auch wirklich definiert festlegen, also ob das ein Mission Statement ist am Schluss, das sehr kurz ist. Ich finde, für eine Brand sollte sowas auch stehen, also sollte man sich überlegen. Ein kurzes Mission Statement kann wirklich sein, I will take you from A to B, was Uber tut. Oder I want to give you a home somewhere, wie Airbnb. Ich finde, sowas zu definieren ist schon wirklich sinnvoll und wirklich sehr hilfreich. Genau, das ist so der zweite Teil hier. Also auf welchen Ebenen arbeiten wir, in welchem Kontext arbeiten wir. Und Touchpoints sind für mich dann, wir sind auf einer Ebene, wo wir gestern so ein bisschen angefangen haben. Also dieser visuelle UI-Layer in dem Gerät oder auf dem Device, der kann ja rund sein, der kann eckig sein, wie auch immer, der kann responsive sein. Ist eine Ebene, auf der man arbeitet, finde ich. Ich lege mir die jetzt einfach mal hier an. Also wir sind hier so auf Device-Ebene. Dann, je nachdem, in welchem Umfeld wir sind, ist Content auch eine wichtige Sache, die es zu bedenken gilt. Dieses Autosnapping-Tool ist super. Ja, das ist so. Ja, das ist total gut. Also vor allem für jemanden wie mich, der eigentlich, ihr seht es, ich blende deswegen immer die Ebenen aus, weil die sind alle nicht benannt. In so einer Ideation-Phase ist es genial, weil du eigentlich, du hast wirklich ein schönes Layout. Ich denke da immer an meine Post-it-Bände. Designer machen das ja immer gerne, wirklich auch im Grid. Ja, ja. Dann kommt der Kunde und klebt da irgendwas hin oder ein anderer sagt, oh, nein, nein. Das ist hier echt genial. Also man kann nichts falsch machen. Total gut. Psychologie ist auch ein wichtiger Teil des Ganzen, den ich finde, dadurch, dass man viel liest, auch gerne einfach so mitnehmen kann. Also man muss keiner sein, wirklich, man muss keiner sein, weil klassische Psychologie sich zwar so in Grundzügen mit vielen Dingen beschäftigt, also Motivation, super wichtiges Thema, was bewegt mich eigentlich, irgendwas zu tun. Aber ich so Wahrnehmungspsychologie oder ein Buch, das ich letztens auch gelesen habe, das kleine feine Buch des Schmecken und Riechens oder so ähnlich. Total cool, also lohnt sich wirklich. Da ist mir auch so aufgefallen, habe ich gestern ausprobiert. Ich habe mir noch so ein paar Erdbeeren gekauft auf dem Weg zurück ins Hotel. Und wenn dann plötzlich so alles um dich rum irgendwie dunkel wird und du hast irgendwie ein bisschen mehr Kapazität in deinem Gehirn, Dinge wahrzunehmen, plötzlich stehen diese Erdbeeren neben dir und du riechst diese Erdbeeren auf einmal wieder. Ja. So wie in der Stadt man eigentlich gar nicht die Luft wahrnimmt, weil so viele andere Einflüsse oder Eindrücke um einen rum passieren, dass man so gar nicht bewusst in welcher ja manchmal auch nicht so guten Luft man sich da eigentlich so befindet. Und wenn man dann draußen ist, danke, das ist ein guter Tipp mit dem Kontrast. Das ist mir gestern auch aufgefallen. Ah ja, das sieht ja. Man das. Ja. Es ist nur weiß, gell? Gut, dass jemand mal was sagt, das finde ich super. Ich dachte, danke, Philipp, ja. Der Drop Shadow macht das leichter. Dann machen wir das doch so. Dann seht ihr auch was und nicht nur ich und nicht nur wir. Yeah. Besser? Ja. Danke, Philipp. Sehr gut. Gilt dann auch später für die Wireframes. Ich habe mich gestern schon gewundert, ist mir dann aufgefallen im Stream, dass ich rede die ganze Zeit über irgendwelche Skeleton-Views und Layouts. Keiner sieht die. Kein Mensch sieht irgendwas. Da muss ich aber aufpassen. Gar kein Problem. Okay, ich hoffe, jetzt seht ihr was. Genau, also eigentlich ganz gerne diesen Ansichten. Ich finde, ich mache das ganz gerne auch mit jemand, der neu in dieses Thema reinkommt, weil man eigentlich sieht, wie facettenreich UX auch ist. Also nicht nur hier oben auf dem Screen, sondern eben auch auf einer bestimmten Content-Ebene. Dann ist es Psychologie, ich sage jetzt mal vielleicht auch, was Wahrnehmung angeht. Und dann, glaube ich, ist ein wichtiger Teil des Ganzen, der so auch, ich finde in Meetings, was wir wirklich gerne machen, wir steigen sehr früh in den Prozess ein, also in Co-Creation-Prozessen ist das super, weil du von Beginn an, wenn jemand gerade am Branding arbeitet mit einer Kommunikationsagentur oder mit einem Freelancer, sitzen wir ganz gerne schon dabei, weil ich finde, wenn man eine moderne Brand aufbauen will, dann ist User Experience eigentlich so ein Key,
Also ein Schlüssel, wirklich Komponente, ja, des Ganzen. Das ist das Entscheidende zwischen, er kommt zurück oder nicht. Ja, absolut, genau. Weil dann funktioniert Offboarding mal schneller als Onboarding. Ja. Und die Möglichkeit zu haben, auch jetzt nicht, wenn er sagt, Fax. Was ist mit Faxen? Nein, weil da habe ich gesagt, Bewerbungen bitte postalisch an das Ministerium für Nutzererfahrungsgestaltung. Abteilung Handtelefon-Applikationen. Ja. Zu Händen Clive, okay. Ja, das, okay. Nein, Jay, das geht nur mit Fax. Faxnummer, oh Mann, wie lange ich schon kein Fax habe. Habt ihr das noch in Deutschland, dass gewisse Sachen Fax wollen? Also ich finde so manche oder auch Dinge... Telekom, in Italien musst du, wenn du eine Nummer nicht mehr willst, musst du ein Fax schicken. Wirklich? Ja. Wow. Ja, wow. Also ich glaube, dank so mancher Elster oder so, da finde ich Software auch mal ganz gut. Die? Elster für die Steuer, glaube ich. Ah, okay. Genau. Aber es gibt... Ja? Ja, okay, sehr gut. Okay. Ich gut. Aber ich hatte ja, letztens... Fax. Ja, ich habe einen Parkausweis beantragt für zu Hause. Schon, da ist noch Optimierungsbedarf. Ich glaube, meine Kinder, die sind jetzt, was, 14, 16, die haben in ihrem ganzen Leben keinen Fax gesehen. Ja. Wenn ich denen sage, was ist ein Fax, die wissen wahrscheinlich. Oder vielleicht haben sie so 80er-Jahre-Serien gesehen oder so, wo ein Fax ist, aber... Auch sehr zu empfehlen, Halt, Catch and Fire, wer gucken will. Ja, sehr gute Serie. Da gibt's noch Faxe. Okay. Genau. Ich denke, es werden noch Ebenen zukommen. Also falls ihr auch noch welche habt, die ihr für wichtig haltet, die ihr da nicht drin seht, immer gerne her damit. Ich lerne auch gerne was Neues dazu. Genau. Ich nehme das Ganze jetzt mal auseinander, weil erfahrungsgemäß kommt da viel mehr als nur so eine kleine Zeile dazu. Also am Ende wird das Ganze natürlich auf das Visuelle einzahlen, was man am Ende sehen wird. Aber vergessen wir mal nicht auch die Leute, die da oben drüber sitzen. Meine Güte, ich könnte nicht bei dir arbeiten. Ich habe schon wieder vergessen, wie die Abteilung heißt. Abteilung Handtelefon Applikation. Okay. Na. NEG, steht ja da irgendwo. NEG, genau. NEG, ja. Was Ministerium für Energie. Kann ich ihn auch dahin schicken? Das ist okay. Ja, ja, sehe ich auch so. Ja, keep it simple. Ja. Genau, also Ebene 1. Und dann machen wir das Ganze auf der zweiten Achse für die Touchpoints. Ah, okay. Ja, gut. So. Und Touchpoints können echt in jeder Art und Weise auftauchen. Ich habe das ganz gerne erweitert, zwar auch auf technologische Touchpoints. Also man hat oft irgendwie natürlich unsere App. Wir haben dann aber auch vielleicht ein physisches Produkt. Aus der Abteilung für physische Produkte in Wenden, Handelapplikationen, ja, für ganz Positivität. Ja, zum Beispiel. Right. Wir haben vielleicht Service Points, also es gibt vielleicht was Casper, diese Matratze, zum Beispiel wirklich cool macht. War ich letztens auch in München im Oberpollinger, so ein Einkaufszentrum. Genial, also schon allein diese User Story von der Website, mich aufzugreifen und in der Ad zu sagen, hey, Marius, weil sie mich schon kennen. Mhm. Wie auch immer. Also ich habe mich vielleicht mal eingeloggt irgendwann, also ein okay. Cookie ist noch da. Oder was Cookies alles können. Mhm. Das ist ein bisschen dunkel einfärben. Ja, der war auch gut. Überlege ich mir, André. Gute Idee. Jetzt bleibe ich mal so dabei. Sieht ja auch wieder was, genau. Und habe mich eigentlich, also durch diese direkte Ansprache schon rein in der Ad, also dieser Ad-Banner war schon personalisiert, fand ich echt ziemlich cool. So schon mal meine Aufmerksamkeit irgendwie gehabt und es echt geschafft, dass ich mich dahin bewege.
obwohl ich mir gerade eine andere Matratze gekauft habe, nur allein, um mir das Ganze mal irgendwie anzugucken. Mhm. Und ich fand diese Verknüpfung zwischen digital und offline wirklich gut. Also wir hatten dann einen Termin ausgemacht. Hast du eine zweite Matratze gekauft? Ich war kurz davor. Ich habe jemand zu Weihnachten eine gekauft. Ja? Kasper. Ah ja, genug Werbung. Okay. Und diese Verknüpfung zwischen digital und offline ist super, weil es gibt echt da so viele CRM-Systeme, machen da mal so einen Cut und sind dann vielleicht auch zwei verschiedene CRM-Systeme. Und eine Verbindung zu schaffen zwischen beiden, ohne wirklich jetzt mich dazu aufzufordern, Daten einzugeben oder wirklich viel tun zu müssen, fand ich echt gut. Und deswegen finde ich so Service Points, die online sein können, aber auch offline, auch einen wichtigen Teil dieser ganzen User Journey oder dieses ganzen Ökosystems. Und das lässt sich jetzt weiter erweitern. Manchmal ist noch eine Walze dabei, wie bei uns in unserem Fall, oder irgendwie noch ein Automotive oder was weiß ich, irgendein Beacon-Device in einem Supermarkt oder was weiß ich, was es alles gibt. Wir hatten auch mal eine Smart-Weste für Taucher. Auch ziemlich cool. Es gibt auch so Uhren, also was Rainer angefangen hat mit diesem Surf-Kiteboards, ja. Genau. Mhm. Fand ich cool. Also es gibt ja wirklich, wirklich viele IoT-Geräte, die auch viel Sinn machen. Genau. Und jetzt kann man eigentlich anfangen, ob man jetzt will, in Screens oder noch nicht. Also ich bin jetzt mal noch nicht so weit. Ich bleibe mal lieber noch bei meinen Post-its. Die kann ich mir jetzt hier auf mein Artboard kleben. Also kein richtiges Artboard, aber okay. Omnichannel UX, auch cool. Aha. Sehr schön, auch gleich ein Artikel von der Niels Norman Group. Super. Sehr gut. Ja, genau. Was fällt uns da alles ein? Also denkt auch gerne mal nach, was ihr so seht. Also nochmal, um das Thema überhaupt aufzugreifen. Wir sind jetzt in Paris, in der neuen Stadt. Ich habe gestern mal so ein paar Screens angefangen. Was ich mir angedacht habe, es gibt irgendwie einen Screen, auf dem man ein Hallo bekommt. Also ich werde erstmal begrüßt in der App. Was ich mir dachte, so einen persönlichen Kontakt direkt herzustellen mit Freunden, die schon mal in der Stadt waren. Der Screen wird, glaube ich, am Ende nicht so aussehen. Also ich habe gestern nochmal drüber nachgedacht, dann ist wieder was anderes eingefallen. Den Screen wird es in irgendeiner Art und Weise geben. Vielleicht kann man das Ganze auch wirklich ohne Login machen, was ich auch sehr schätze. Und es gibt dann irgendwie noch ein Feature, das man erst dann locken kann, wenn man sich angemeldet hat. Ja, das habe ich schon mehrmals heute gehört, eben, dass dieses neue Denken, dass ja, einfach gewisse Sachen, für gewisse Sachen braucht man kein Login. Absolut. Oder ja. Also ich weiß schon Leute im Marketing Department oder dort und dort, nein, wir müssen sofort wissen, wer das ist. Und ja. Leads, ja. aber das macht die ganze Benutzererfahrung kaputt, wenn ich mich da. Ich hasse es, in mich etwas einzuloggen, wo ich noch nicht weiß, was dann passiert. Ja. Schreiben wir uns doch gleich mal auf. Ich finde, also gebe ich dir vollkommen recht, bin ich ganz bei dir, weil ich finde alleine auch, also wenn man auch ein Marketing-Department hat oder sonstige, die Daten haben wollen, frage ich erstmal, warum. Also ich frage auch gerne dreimal, warum. Ich habe die Regel vergessen. Es gibt eine dreimal Fragen, warum-Regel. Auch ein schönes, langes Wort. Vielleicht kann mich jemand des Besseren belehren, wie sie denn wirklich heißt. Warum eigentlich gleich ein Login? Weil oft ist es auch so, also viele CRM-Systeme sind ja auch auf Personenbasis aufgerechnet. Also man hat dann irgendwie Kontingente von 5 bis 100 User oder mehrere. Also dann hat man da irgendwie ein paar Leichen rumliegen, die man eigentlich nicht mit irgendwas verknüpfen kann. Sie gehen gleich wieder oder sie melden sich gar nicht an, weil es ihnen einfach zu viel hassen ist. Ja. Vorhin habe ich gerade versucht, mich nochmal bei Uber anzumelden, weil ich mir die Onboarding-Screens nochmal angucken wollte. Five Wise, ja, nice, danke. A5, okay. Nicht mehr als 3. Ja. Ich habe diesen, was ich ganz gut fand, also diesen 2-Authentifizierungsprozess dann mit einer SMS bekommen, mit meinem 4-Digit-Code, den ich angeben muss. Ich gebe den Code ein. Ich habe eine deutsche Handynummer, ich bin in Paris. Habe diesen Code dreimal versucht einzugeben, aber ich konnte nicht weiter. Ah, okay. Habe zwar keine Notification bekommen, warum oder eine Erklärung, aber dieser Button war einfach grau rechts unten. Ja. Und dann halt kein Uber. Dann halt kein Uber. Ja, ich weiß nicht, ob es an mir lag, aber vielleicht ist es auch ein Bug oder vielleicht darf man sich im Ausland nicht anmelden. Ja, es kann so eine Sache sein mit einem. Ah, nein, ich habe mich eigentlich
Ich habe mein erstes Überanmeldung in Amerika gemacht mit einer italienischen Kreditkarte. Okay. Vielleicht erlauben die das. Aber kein, ah. keine Deutschen in Paris. Keine Deutschen in Paris. Wow. Okay. Just make it pop. Okay. Right. Hört ihr den überhaupt? Ich finde, müssen wir den ein bisschen weiter rüberstellen. Genau. Das Schöne ist, diese digitalen Post-its kann man sich auch so pappen, wie man will. Man muss sie nicht umschneiden. Genau. Das ist so der erste Screen. Wir brauchen auf jeden Fall noch einen Namen für die App. Den brauchen wir auf jeden Fall. Okay. Das fände ich auch gut. Also willst du wieder mal, okay, wir können das vielleicht einen Namen fragen. Weil wir haben schon einen Contest, das geht voran, für den Namen von Melanies App. Das guckt dann der Clive um 16 Uhr an. Da haben wir ganz viele Namen für ihre botanisches App. Und vielleicht, was denkst du, Mario, sollen wir den Chat fragen, dir einen Namen zu geben? Ja, ich sehe schon, ich bin es gestern geschickt umgangen. Das ist wohl wahr. Aha, total gerne. Geschickt. ich würde gerne auch bitte noch dieses Spiel von gestern mit aufgreifen. Also ein AB-Testing. Okay, also schnell ein Brief. Ja, ein Brief. Also wir haben 30. Und da gibt es dann ein Jahr CC zu gewinnen. Okay, den Namen, der Marius auswählt, gewinnt eine CC. Und wow. Evil Cerise tut das alles auf ein Spreadsheet. Danke, Evil Cerise. Ich weiß, das ist ein Fire Drill. This is not, wie sagt man, an exercise. Ja, das ist echt. Real. Jetzt geht's los mit einem Brief und dann wollen wir einen Namen für die App. Okay, super. Also unser Onboarding, wir haben so einen ersten Screen, wir sind in der Stadt, wir wissen schon, wo wir sind. Wir stehen in Paris, wir werden irgendwie begrüßt, vielleicht auch von einem Freund, über seinen Avatar oder so. Das kann Paris, es kann irgendeine Stadt sein. Genau, wo auch immer ich bin. Ich kann die Stadt dann auch wahrscheinlich entdecken, also ich werde da sicher noch eine Map einbauen in dem Screen, die macht hier auf jeden Fall Sinn, das ist glaube ich auch eins der Kernelemente des Ganzen, ich habe das gestern nochmal ein bisschen skizziert. Dann wird es irgendeine Art von Gespräch geben oder Konversation, die wird nicht so aussehen, da arbeiten wir noch dran, wo ich sagen kann, hey, wow, ich bin gerade am Flughafen angekommen und ich bin total müde, kannst du mir mal ein Taxi bestellen oder ein Uber, vielleicht ist auch jemand da, der dich abholen möchte, was ich super fände. Also ist eigentlich noch so ein vielleicht LinkedIn, Tinder oder Facebook weitergedacht, wenn ich weiß, ein Freund von mir ist jetzt in der Stadt und wir treffen uns eh, dann könnte man ihn auch abholen. Also gleich diese Verbindung zwischen Online und Offline. Wir haben da irgendwie eine Verbindung oder wir haben ein Gespräch mit der App und dann, was auch immer man sich da entscheidet, vielleicht sucht man ein Hotel, vielleicht will ich einfach nur ein bisschen entdecken, ich habe eine Stunde Zeit am Layout oder so. Dann kriege ich meine Ergebnisse nach dieser Chatbot-Gespräch und habe so eine Art Feed, auf der ich sehe, was meine Freunde schon in Paris gemacht haben. Genau, das ist so der grobe Umriss. Okay, los geht's. Los geht's. Ihr habt, ja, sagen wir um halb vier suchen wir einen Namen aus. Okay. Hört sich gut an. Mhm. Cool, bin ich gespannt. Ich würde gerne nachher auch gerne so eine Art AB-Testing machen. Das finde ich cool, weil dann können wir das mal live ausprobieren. Genau. Okay, jetzt gehen wir nochmal zurück. Also wir haben uns schon ein bisschen was notiert. Wenn euch noch was einfällt, was ihr für die App gut findet, also auf diesen verschiedenen Ebenen, auf unserem großen Canvas, dann immer gerne her damit. Wir haben jetzt mal gesagt, wir wollen am Anfang kein Login haben. Onboarding kann persönlich sein, wenn man will, muss aber nicht, kann auch unpersönlich sein. Wir werden auf jeden Fall Content brauchen. Woher kommt der Content? Ja, Name in Englisch oder Deutsch? Also Evil Series sagt egal. Okay, Evil Series is the boss. Alright. Nice. Ja, ist auch gut, wenn man Boss hat, das finde ich super. Genau, also woher kommen diese Sachen, weil jetzt wir haben das Glück, dass wir weder Startup-Umgebung noch Konzernumgebung sind und wir können das einfach mal beiseite legen. aber diese APIs der sozialen Netzwerke sind leider auch ein bisschen restriktiv, also wir können uns da nicht alles holen, was wir haben wollen. Ist ja auch viel privat, Leute wollen dann irgendwas auch nicht teilen.
Die Frage können wir jetzt auch mal außen vor lassen. Ich schreibe es jetzt einfach mal auf. Gibt es vielleicht City Guides, die auch Guides schreiben für die Städte? Es gibt Leute, die machen das wirklich gern. Ich habe vorhin einen gefunden für New York. Total cool. Hier. Ich hoffe, der Kontrast ist hoch genug, sonst ändere ich es gerne nochmal. Ich kann es immer da kontrollieren. Ah, okay. Ah ja, gut. Das sieht doch ganz gut aus. Super. Da hat sich jemand die Mühe gemacht. Manche kennen die App vielleicht auch. Sich wirklich so eine Art Travel Guide zu bauen für New York. New York ist ein schönes Beispiel, weil es hat viele Vorteile. Also die Map an sich, da komme ich nachher auch gleich noch drauf, weil ich finde, Map ist ein wichtiger Bestandteil von allem, was man irgendwie an Entdeckungs-Apps entwickelt. Es ist ziemlich cool, weil wenn wir das mal auf der Karte angucken, ich habe gestern so ein bisschen über diese 8 Typen gesprochen, das ist was, was ich mir von den Produktdesignern geklaut habe. Ah ja, dein Computer denkt, er ist in Dublin. Ach cool. Weil unser VPN geht da über Irland. Ja. Wir können auch Dublin nehmen. Ich gehe jetzt mal kurz nach New York. Was ich auch echt super finde, also ich war in der Schule, ich darf das ja gar nicht laut sagen, ich hatte meine erste 5 in der 3. Klasse. In 2 Fächern. Was ist eine 5? Ist das gut oder schlecht? Das ist eher schlecht. Also ist ja A, B, C, D, E, F, oder? Ah, okay. Und das ist so die Vorlage. Das geht von 0 bis 10 oder? Von 0 bis 6. Von 1 bis 6. Von 1 bis 6. Genau, die Strebe haben dann die 0, irgendwas. Also aber 5 ist doch okay. Es ist nicht ganz schlecht. Ah, okay. Also 6 ist das Schlechteste. Ah, 6 ist das Schlechteste? Genau. Ja. Ah, okay. Ja, in 2 Fächern, ich gebe es offen zu. Kunst und Erdkunde. Aber seitdem es Google Maps gibt, verbringe ich wirklich ungelogen, glaube ich, jeden Tag, vor allem in Google Earth, mindestens eine Stunde. Ja, ich finde dieses Ding einfach so genial. Also, wer auch immer sich diese Mühe gemacht hat, diese ganze Karte zu, also die ganze Welt zu kartografieren in Street View, in dieser Ansicht. Ja, das wurde ja mit dem, wie heißt das Google-Programm für 3D? Dafür haben sie es ja gekauft. Damit die Leute anfangen, das 3D da zu bauen. Und das ist community-based eigentlich, glaube ich. Oh wow, okay. Ja, also cool. Da ist nicht einer dahinter, der das alles macht. Ich glaube, das sind Community-Vorschläge. Mhm. Ja. Okay, sehr, sehr cool. Ich finde es auch ein geniales System. Ich meine, es ist wie ein Offline-Facebook, also für alle ganzen möglichen Businesses oder Geschäfte, die sich eintragen lassen können. Mhm. Ah, ist wirklich gut gemanagt, okay. Ja. Den löschen wir mal hier. Ja. Mark this as spam. Kann man das machen, das finde ich gut. Nein, nicht, okay. Ups, nein, das weiß Google, dass du das gern hast. Das nein! Das ist ohne Ende. Ich will lieber hier hin. Nein. Okay. Was natürlich an New York, um wieder darauf zurückzukommen, sehr schön ist, vor allem im Kartendesign, auf das wir später kommen, für unsere App auch, glaube ich, hat Paris aber auch so ein Archetyp an Map. Hier diese Form der Midtown und Downtown Lower Manhattan ist natürlich genial, weil auch als jemand, der jetzt in die Stadt als erstes kommt und noch nie auf die Karte geguckt hat, was ich zum Beispiel auch mal ganz gerne mache, weil ich mich da einfach in die Stadt dann irgendwie eintauchen lasse. Ja. Fände ich cool. Bundeskanzler finde ich super. Ich will Daniel Krüger. Also mir in der Schule haben alle meine Lehrer bis zum Art Center haben mir gesagt, du wärst nie Grafiker. Erstens, weil ich bin ein wenig farbenblind. Und gesagt, auf alle Fälle, du keine Chance, mach was anderes. Und alle haben mir gesagt, nein, Grafik ist nichts für dich. Und dann habe ich Art Center gemacht und habe mit High Honors und bla bla bla. There you go. Und da meine eigene Designfirma gehabt. Ja? Ja, also nie aufgeben. Nie aufgeben, nee, kein Fall. Und nee, ich freue mich jetzt immer, wenn ich irgendwie Anfragen bekomme von Unis, irgendwie mal einen Vortrag zu halten. Mhm, ja. Weil der erste Satz immer ist, ihr habt mich abgewiesen. Jetzt bin ich doch wieder hier. Nein, also auf jeden Fall.
Wow, also ich finde, wir sollten Bundeskanzler für die NEG einführen. Und der Clive sagt, ich wurde in meiner ersten UX-Rolle 2 Wochen vor Ende der Probezeit gekündigt. High five. Wow, kannst du, glaubst du, ich... Aber wegen deiner Arbeit oder weil sie einfach das Geld nicht ausgeben wollten? Nee, ich glaube, kann man bald sein. Ah. Ich war noch nicht so weit. Also, Okay. Marius. Ich glaube, wir könnten nur zwischendrin irgendwie ein Wasser organisieren. Ja, ich habe leider keins mitgenommen. Ein Wasser? Wasser? Ja. Das wäre super, danke. Cool, vielen Dank. Genau, also. In Paris machen wir jetzt so, oder? Garçon? Un verre d'eau, s'il vous plaît. Rapide. Genau. Also, wo ihr mir jetzt zum Beispiel helfen könnte, wenn Marius jemand... Marius a soif. Aber, je suis content de vous avoir ici. Ah, très bien, très bien. Das ist der einzige Satz, den ich noch weiß. wenn jemand Lust hat und mir helfen möchte, sich vielleicht auch in Paris ganz gut auskennt, mir so eine Art Archetyp-Map in Illustrator oder wo auch immer zu zeichnen, auf der ich sofort erkenne, im iPhone-Format. Das ist gut. Wow, perfekt. Ooh. Yo, danke, Melanie. Das ist ja. Oh, Teamwork. High five. Danke. Ich bin ein großer Fan seit Jahren von Richard Saul Wurman. Mhm. Ja, da habe ich cool. Alle Bücher und so. Und das war einer der ersten Information Architects, der sich so Gedanken gemacht hat über Mappen, über Farben, über Systeme für eben so intellektuelle Navigation. Ja, ist super spannend. Also ich habe auch gleich noch eins von MIT. Super Projekt, auch auf Twitter folgen, da möchte ich gerne nachher nochmal reingucken, was so Inspiration angeht. Also wer Lust hat und mir so eine Karte bauen möchte im Hochformat fürs iPhone, taucht dann auch gerne eine App auf. Also so hier in dem Standard iPhone 6 Format, irgendeine Map von Paris, die kann aussehen, wie sie will, kann von Google Maps geklaut sein und irgendwie bearbeitet oder sonstiges, auf der ich sofort erkenne, dass wir gerade in Paris sind, das wäre super. Würde uns ein bisschen Zeit sparen. Heißt es einfach, weil... Nein. Ja, der hat Wasser. Danke, Fluss. Ja? Der Fluss, der durchgeht, der hat diese wirklich erkennbare Form. Ah, sehr schön, die Seine. Ja. Ja, das ist super. Sehr gut. Ja, dann haben wir gleich mit den Inseln in der Mitte auch. Perfekt. Ja, cool. Mannheim ist zum Beispiel auch so Straßen. Ah, okay. Ja. Ja, gar kein Thema. Wir haben Zeit. Das ist gut. Genau, also auch der Norman hatte da so, das war wirklich schön in diesem Complexity-Buch, so ein Bild drin von einem Weg auf einem Campus. Musste ich dann so lachen, weil Menschen sind eigentlich gerne ein Indikator für den Path of Least Resistance. Mhm. Und es war immer so ein Kreisweg um diesen Park. Mhm. Und viele mussten halt von den ganzen Wohnungen der Studenten rüber zum Haupteingang. Ah, ja, genau. Und dann hast du in dem Rasen irgendwie schon eingebrannt, diesen Weg, den alle direkt gehen, weil das macht dann natürlich auch Sinn, da direkt zu gehen. Und ich glaube, dieses Projekt hier hat das so ein bisschen weitergetrieben. Ich bin auch echt gespannt, was da alles an AR-Apps kommt, weil... diese Datenvisualisierung in einem echten Umfeld ist für mich echt, also manchmal kriege ich auch wirklich Gänsehaut, weil ich mir denke, wow, was man damit alles machen kann. Und jetzt habe ich schon ein bisschen vorgeguckt, ich spule einfach nochmal zurück. Diese Seite ist genial übrigens, also wenn ihr die, zwar nicht ganz kurz, aber die passt in unser NEG Offline-Archivierungssystem. Kannst du mal bitte einen Ordner anlegen? Okay, drucken wir aus, per Fax geschickt, kommt dann an dich. http://. Ja, genau. Dieses Andorra-Modell. Ich war echt ziemlich beeindruckt. Ich weiß nicht genau, wie sie es mappen, weil es ist kein Projektor. Man sieht keine Schatten. Oder der Projektor ist so hell, dass man keine Schatten sieht. Über Drohnen, glaube ich, 3D gescannter Raum. Also ist, glaube ich, für viele Firmen, die auch so einem Construction oder also wirklich Baubereich arbeiten, entspannendes Thema. Und was sie hier machen, ich weiß nicht genau, wie es läuft, ich habe es noch nicht gelesen. Vielleicht weiß es jemand, dass Software wie SAP ist da wirklich genial. Also wir hatten das Projekt da an der CeBIT dieses Jahr. Und was man mit Live-Daten inzwischen machen kann, ist unglaublich. Also
Vorhersage in Stadien. Es gibt irgendwie eine Situation, also eine akute Situation, die Leute müssen raus aus dem Stadion. Der Planner, der die Tore irgendwie managt für die Ausgangswege, kriegt Szenarien angezeigt, wo können Leute direkt raus, wie muss ich die Tore schalten, damit ich sie gut leiten kann. Vielleicht ist die S-Bahn jetzt gerade, ich meine, vom Oktoberfest ist es unglaublich. Es sind, glaube ich, doppelt so viele Leute in der Stadt. Also ich habe es nochmal gelesen vor ein paar Jahren, da waren es irgendwie im Kern 1,3. Doppelt so viele Leute und betrunkene Leute. Ja, auch noch dazu. Die zählen eh gleich noch doppelt. Aber jetzt sieht man nichts mehr. Cool. Ja, schönes Beispiel. Und ich finde jetzt so Menschen, als nicht nur Menschen, das sind eigentlich Daten, die da auftauchen, so als Indikatoren zu nehmen für die Map, ist was ich echt cool fand. Also schreibe ich mir auch gleich mal mit auf. Sorry, dass ich mein Englisch schreibe, aber ich habe es mir einfach so angehört. Ich glaube, ich denke auch mehr Englisch als Deutsch. Ja, ja. Ist aber ein deutscher Stream. Ja, it's okay, no problem. Ist gut. Ja. Wie sagt man auf Deutsch nochmal? Map Timer, oh, gibt's schon. Okay, cool, was gibt's da? Das sind Meetup eigentlich von Leuten, die hacken aus den Maps. So. Gleich mal drauf gucken. Okay, ja, cool. Ach so, ja. Okay, kein Thema. Ja, cool. Also da gibt es, glaube ich, auch das schön zu wissen, okay, haben wir gleich mal eine Content Source, schreiben wir uns gleich mal dazu. Time.io. Cool. Die man auf der Map auch nutzen kann, weil ich finde, wenn man so sieht, auf diesem Beispiel ist von dem MIT, gibt es auch viele Sachen, die einfach sehenswert sind. Also weil da sind einfach schon so viele Leute vorbeigelaufen, dass es Sinn macht, da auch mal hinzugucken. Vielleicht kann man das auch sogar dann so weit mappen, wenn man sagt, man hat diesen Login, der später irgendwann kommt in die App bei uns. Ich springe dann nochmal raus. Mein Command 3. Genau, hier wird die Map dann irgendwie zu sehen sein. Es ist natürlich cool, diesen Archetypen der Stadt gleich zu erkennen. Ich weiß, hier ist mein Louvre, mein Apple Store, mein Eiffel Tower, überall, wo ich hin möchte. Und man sieht, vielleicht gibt es auch Pattern, die man erkennt. Oder lass es 3, 4 Freunde sein, die da waren, vielleicht auch 20. Vielleicht waren sie mal mit dem Studium da, wer weiß. Glaube ich, hat man vielleicht auch schon eine kuratierte Stadtführung, ohne dass sich jemand hinsetzen muss, um es zu machen. Wer weiß, nur mal ein paar Ideen. Genau, jetzt mal Zwischending, so, weil ich gerade vom MIT gesprochen habe. Ich bin da natürlich ein bisschen Amerika beeinflusst, weil ich habe echt lange nicht für deutsche Firmen gearbeitet. Ich habe zwar nie verstanden, warum, aber ich habe aus München eigentlich die meiste Zeit irgendwie übers Internet. Wahrscheinlich aufgrund meiner Plattform Behance. Also ich hatte eigentlich auch gar keine Website damals, so wirklich, die ich gepflegt habe. Nur englische Kunden oder amerikanische, und ich glaube, diese Arbeitsweise hat sich auch ziemlich geprägt bei mir. Deswegen, also verzeiht mir, wenn ich nicht ganz sauber und strukturiert arbeite. Manchmal springe ich ein bisschen hin, aber es tut dem Ganzen vielleicht auch ganz gut. Ich folge nicht so vielen Leuten, aber es ist echt, also ich muss sagen, dass ich Facebook eigentlich nur noch im Pages-Feed nutze. Deswegen, also vergebt mir, wenn ich mich nicht mehr auf irgendwelche Facebook-Sachen antworte, auch nicht in WhatsApp angemeldet bin. Das ist eigentlich der einzige Grund, weil ich kriege so viele Fragen wie setze ich mein Portfolio auf oder kannst du mich mal adden, kannst du mal mein Portfolio reviewen. Also sorry, aber am liebsten irgendwie per E-Mail, wenn ihr irgendwas wissen wollt, immer gern, gar kein Problem. Oder Twitter ist auch gut. Das nutze ich aber eher zum Zuhören, also ich bin niemand, der jetzt im Moment viel postet. Aber wirklich, also es gibt unglaublich gute Sachen. Einer, dem ihr unbedingt folgen müsst, ist hier, ist der Luke. Wie auch immer, Roblevski. Ja, aber das stimmt. Ich kann es auch, meine eigene Erfahrung mit Marius ist, alle anderen da antworten sofort. Mit Marius muss ich halt 3 Tage warten. Ja. Ja, genau. Rufus ist nicht so leicht. Ich meine, der muss ausgedruckt werden, der Tweet. Muss erstmal in die richtige Abteilung. Dann hat der Kollege noch Urlaub. Also, aha, weißt ja, du, das passt überhaupt. Das ist auch, also nach 16 Uhr ist auch schwierig. Weißt du, weil. Ja, naja. Aber ich bin hier, ich bin angekommen. Danke genau. Für die Einladung, ja. Wir haben es noch rechtzeitig geschafft.
Outline auch geniales Magazin. Also für die Leute, die irgendwie im Content-Marketing arbeiten, ist genial. Der Kerl, der früher The Verge oder auch Engadget geleitet hat, hat jetzt sein drittes, ja, also seine dritte Firma gegründet. Super, super Blog, also wirklich gutes Magazin. Dann MIT Science kann ich auch nur empfehlen. ARKit Weekly ist super, super viele Quatsch auch mit dabei, aber auch echt coole Sachen. Und das Schöne daran finde ich, ist, dass keiner seine Ideen so zurückhält, sondern echt sagt, hey, wie wäre es denn, wenn man in AR machen könnte? Es gibt super viel so kleine Sachen, irgendwie Leute, die dann am Bahnhof rumstehen und irgendwie üben, wie sie Elektroflieger fliegen, keine Ahnung, habe ich noch nie gemacht. Die ist gestern rausgekommen für von IKEA. Schöne Case Study eigentlich für AR, wirklich gut gemacht. Gerade gestern rausgekommen, die ganzen Sachen, die vorgestellt wurden auf der Keynote, aber auch echt, also super lustige Sachen. Ja. Regalmesser, klar. Ja, ist auch eine neue, wie sagt man, eine neue Grenze. Absolut, ja. Super spannend, also cooles Ding. Dann Luke, also must follow, wirklich müsst ihr machen, dürft ihr gar nicht. Anders. Capital finde ich im Moment sehr spannend. Ich freue mich, wenn es in Deutschland rauskommt, weil der sich da reingehackt hat, um die UI zu entwickeln, ist ein guter Kerl, Dan Ariely. Er ist eigentlich auch Psychologe. Wirklich auch spannender Kerl, was Motivationspsychologie angeht. Der ist als Kind in einen ziemlich üblen Brand gekommen. Also der hat eigentlich so sein ganzer Körper ist so gut wie verbrannt. Und erzählt dann so in der Story, wie er irgendwie sich wieder motivieren konnte, nicht aufzugeben, weil da in diesem Krankenhaus war eine ziemlich üble Sache eigentlich. Er erzählt das so in dem Buch ein bisschen. Und er kommt da Stück für Stück wieder raus und ist jetzt irgendwie Professor in Stanford und macht echt geniale Sachen. Also es lohnt sich immer. Es gibt kein Low, das zu tief ist. Ja, Longreads, super WordPress-Blog. Ich gehe da jetzt einfach nochmal kurz durch, guckt einfach ein bisschen. Seht, es sind viele Nerd-Sachen auch immer dabei. Den, glaube ich, muss ich nicht mehr empfehlen. Kennt ihr ja. Ein Freund von mir hat letztens den High-Resolution-Podcast angefangen. War auch ein cooles Projekt. Lohnt sich auch mal reinzugucken. Es sind super viele Leute dabei aus großen Agenturen, die aber auch mal sehr persönlich sprechen. Ähnlich wie hier so. Fand ich ziemlich cool. Also, hi an Bobby. Wird wahrscheinlich nicht zuhören, aber ist auch gleich. Ja, ein paar Leute, denen ich gerne folge. Hier auch, super Psychologe. Sehr gut. Lustiger Kerl. Also, wer diesen 99U Chat mal gucken will und nicht weiß, was er abends tun soll heute, guckt sich den 99U Chat von, oder die Keynote von Cap Watkins an. Der ist VP of Design bei BuzzFeed. Er ist eigentlich Programmierer. Und erzählt so ein bisschen, wie er das Team leitet. Wirklich total lustig. Hier haben wir gestern schon gehabt. Auch Maria Grönlund habe ich auch gesehen. Ja, genial. Also, ja, habe ich mehrmals schon interviewt. Ich habe sie auch nach Max gebracht letztes Jahr oder vor letztes Jahr. Aha. Ja. Also, ihr habt euch schon öfters getroffen. Ja. Super nette Maria Frau, denke ich, oder? Ja. Cool. Ja, total. Eigentlich alles mit Musik und eben Illustrator. Und sie hat eben dieses Ding, wo sie sagt, ich will jeden Tag ein neues Tool lernen. Wow. Also dann geht sie einfach da in Illustrator und sagt, das kann ich machen. Okay, dieses Tool möchte ich jetzt wirklich kapieren, wie das funktioniert. Und dann, okay, also ein neues Tool in Adobe Software. Okay. Ja, cool. Ja. Das merkt man auch echt an ihrer Arbeit. Also genau, es ist super. Also die sprüht wirklich vor Kreativität. Ah, sie hat auch für Adobe Max die letzte die Branding gemacht, oder? Ja, vor 3-4 Jahren. Okay. So ist es bei meinen Eltern. Ja. Ich dachte, das war letztes Jahr. Also schaut euch das Bernds Portfolio an, das ist wirklich cool. Ja, jetzt, ich komme zu weit weg von dem, was ich eigentlich sagen will. Ja, okay. Zurück Problem. Zu unserem Projekt. Ja, genau, also hier guckt einfach mal durch, wer noch so mit dabei ist. Auch gute. Ja, aber jetzt Inspiration lassen wir wieder ein bisschen. Wir waren gerade bei der Map. Wir werden die Map auf jeden Fall mit aufnehmen. Dann können wir nochmal vielleicht kurz auf dein iPhone. Ja. Warte. Tue ich auf Airplane Mode. Das
Sachen passieren, wie gestern. Und. Oh, ist der Stream weg? Ja, sagt jemand. Ist der Stream weg? Ich weiß nicht, ist der Stream weg? Ist der Stream weg? Ist der Stream weg? Nein. Ihr seid noch da? Ja. Wir sind auch noch da. Also auf. Na? Gucken wir mal, was da passiert. Okay, Telefon nix. Da geht's weiter. Hier auch. Namen checken finde ich eine gute Idee. Okay. 51 Namen. Wow, seid ihr ziemlich cool. Okay, cool. Super. Und der Stream ist wieder da. Melanie und ich geben noch eine Runde Wasser aus. hey, das ist super. Ja. Ich glaube, ich werde öfters Live-Chats machen müssen. Ja, wer weiß, vielleicht hat jemand bei YouTube auf einen Knopf gedrückt und willkommen zurück. Okay. Willkommen zurück. Okay, was sagten wir? Ja, wir waren beim iPhone. Ja, okay, warte, Kamera. Und. Tada! So. Okay. Super, sehr cool. Genau, also wir hatten ja gestern so die Idee, hier auf der Seite den Aufbau, den wir im Moment haben in der App. Also. Sagt auch gerne, was ihr besser findet, jetzt die Version, die wir gerade haben oder die neue. Ich gehe da nochmal kurz durch bei der alten. Wir hatten diesen ersten Screen, dir die Stadt kurz zu zeigen. Weiß gleich, wo du bist. Du kannst sagen, es gibt Freunde, die haben schon was gesehen. Hast einen kurzen Chat mit dem Chatbot oder mit der App und kriegst dann deinen Content. Mhm. Und ich habe gestern nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht und bin ein bisschen auch spazieren gegangen. Und was ich eigentlich viel schöner finde, es gibt eigentlich nur einen Screen. Also ich habe dann eigentlich nochmal ein bisschen reduziert. Dass man sagt, du hast wirklich nur. Geht das so? Ja, ja, ja. Also, das Ganze spielt eigentlich nur auf dieser Map-Ansicht. Genau, wo auch immer die Straßen hier laufen. Das ist der Screen, der läuft da hinten. Also, den werde ich immer sehen. Ähnlich wie Google Maps oder Apple Maps. Und oben drüber wird dann eigentlich gleich angeblendet. Wir machen es jetzt nicht mit Animationen, sonst glaube ich, geht uns die Zeit so ein bisschen verloren. Haben wir nur ein. Pop-up, das kommt dann erst rein. Also du siehst schon, die Map ist hier, du kennst dich gleich aus, das ist Paris. Und dann fängt an, jemand mit dir zu sprechen. Also was ich wirklich cool fände, ich habe gestern mal ein bisschen gesucht, ich habe leider nichts gefunden. Mal so ein 3D-Scan. Keine lachende Gesichter in Paris? Ah, doch. Einige, ja. Auch sehr nette. Ich habe keinen so 3D-Scan gefunden, aber das fände ich, würde ich gerne echt mal damit experimentieren. Mache ich, glaube ich, zu Hause noch. Schon so ein Pop-up zu bekommen, ähnlich wie eine iMessage oder ein WhatsApp-Chat, der so anfängt zu sagen, hey, bienvenue, sagt man. Ja. Und dann in deiner Sprache, welcome to oder willkommen zu, wie auch immer unsere App dann heißen wird. Wie geht's dir? Dann könnte man ein Tool, das werde ich gleich noch zeigen, von der Zeit Online, die macht das super, könnte man anfangen, ein bisschen Crowd zu sourcen. Es gibt Gefühle, die man eigentlich so als Vorschlag gibt. Ich bin müde oder ich freue mich jetzt schon auf die Stadt, bin echt begeistert, möchte irgendwie was entdecken und eigentlich mal zu definieren, was will ich machen. Ich gebe meine Antwort, sage dann, okay, angenommen, ich möchte jetzt mich in der Stadt umschauen, dann bekomme ich einen Vorschlag von meiner Freundin Julia, die gerade in da Paris war. Da musst du damit aufpassen, ha? Ja, dachte mir gerade. Da habe ich gehört, meine Freundin. Meine Freundin heißt Julia. Okay. Nicht, dass ich Ärger bekomme. Schönen Gruß nach München. Den zweiten Schritt zu gehen und sagen, okay, ich gebe dir jetzt diese Tour, schlage ich dir vor. Das ist ein Kartenlayout, das wir jetzt später nur noch anlegen werden. Das Ganze dauert ungefähr 2 Stunden. Du kannst jetzt diese Tour machen. Klicke auf die Tour und komm dann eigentlich gleich. Ich unlocke diese Karte eigentlich, also ich schalte sie frei. Diese kleine Card-UI, die da drüber liegt über der Map, fährt dann runter.
Und im nächsten Schritt habe ich eigentlich die Karte im Ganzen und hier unten sehe ich dann Stück für Stück, wie die Tour abläuft. Und das, was, glaube ich, kannst du noch, geht noch? Ja. Okay. Ich finde das Skizzieren eigentlich super, weil da sparen wir uns echt eine Menge Zeit. Ich mag es auch inzwischen total gerne. So kleine Hints, also was wir jetzt vorhin irgendwie uns angeguckt haben, so Indikatoren als Menschen auf der Karte. Angenommen, wir jetzt haben so eine Straße, die Sen, die läuft so hier durch, oder? So wie so ein S, glaube ich. Oder? So ungefähr. Musst du sehen. Ja, das ist die Form und dann ist der Fluss so mit den zwei Inseln da. Ach, perfekt. Das ist ja super. Das heißt, wir gehen einmal so hoch. Machen wir nochmal. Und dann so. Okay, das sieht besser aus. Hey, das ist eigentlich super. Also echt eine schöne Form der Stadt. Fast schon ein neues Logo. Cool. Und dann Indikatoren eigentlich zu haben, wo man sitzt, wo bin ich denn gerade und dann... Und das Logo von der RATP, also das Metro, ist auch so, siehst du? Ah, sehr schön, cool. Ja, erkennt man auch gleich wieder. Genau. Ich glaube, so eine Ansicht wäre ganz cool. Vielleicht fängt man auch mit einer AR-Ansicht an. Ich weiß nicht, ob das schon zu weit geht. Aber wir hatten mal echt schon vor langer Zeit ein Projekt gemacht mit BlackBerry. Zeige ich nachher mal, ob ich das Video vielleicht noch finde auf YouTube. Da ging es darum, du kannst wirklich die Kamera auch hochhalten. Haben wir mit so einem AR-Kit gemacht. Also Wikitude hieß die Firma damals. Und du konntest gleich rumgucken und schauen, wo sind deine Freunde. Hast gleich die Poys gesehen, also die Avatare. Fand ich auch ganz cool. Genau, also und hast dann... Oh! Das Bild ist weg. Ah, das Telefon ist gerade. Okay, gehen wir zurück auf dein Screen. Ja, machen wir es so. Und zoom. Okay. Gut, dann übertragen wir das Ganze mal so aufs Digitale. Das finde ich drauf gut. Gehen wir zurück auf meine zweite Ebene hier oben. Ich hoffe, niemand leidet unter Motion Sickness und ihr verzeiht mir die ganzen Wechsel zwischen den Screens. Okay, also wir haben einen Overcom-Screen. Wir werden einen... Noch 15 Minuten für den Namen, dann wählen wir einen aus. Mehr wird es auch gar nicht geben. So. Also wenn wir schon eine Karte haben, immer gerne her damit. Sonst, ich nehme jetzt erstmal einfach hier eine von Paris. Ah, es gibt so ein Star Maps. Ja, schon ganz cool. Ah, da sieht man den Schloss schon nicht mehr. Dann nehmen wir das hier so. Ich glaube, wir können. Was ich echt cool finde, also ich wohne so in diesem Pariser Viertel in München, Haidhausen. Und eigentlich ist es ziemlich ähnlich aufgebaut. Es gibt den Pariser Platz in der Mitte. Okay, ja. Und dann Stern. Ja. Ist eigentlich genau das gleiche wie hier. Also hier ist dann der Ostbahnhof. Pariser Platz, Orleans Platz. Ja, Kevin sagt, wenn du der Einzige bist, der seine Skizzen versteht. Ja, so ist es. Ja. Dafür sind Skizzen auch da. Weißt du, wenn ich Skizzieren oder Notizen nehme auf Papier, kann ich die fast immer sofort wiederfinden. Ja. Aha. Ich weiß irgendwie, wo die... Wenn es
digital ist oder so, like dann wird's immer, ist es immer schwieriger für mich, die Sachen zu finden, wenn ich schnell draufkommen muss. Total gut. Deswegen, ich bin auch gern mal für Chaos. Das ist vollkommen okay. Also gut, es sortiert das Chaos. Ich bin voll bei dir. Also ich habe echt lange, ich habe immer versucht, alles hier wieder zu schreiben. Ja, ich auch. Aber ich habe unendlich Geld ausgegeben für Apps, für To-Do-Lists, für Notizen, Sachen und so. Nein, aber immer zurück aufs Papier. Irgendwie muss es doch gut sein. Ja. Genau, ich nehme jetzt einfach mal hier, denn Eiffelturm ist hier vorne irgendwo. Da. Genau da. Okay, das ist ein schöner Ausschnitt. Genau, also ich würde eigentlich die Karte sehen, ich weiß gleich, ich bin hier, nur... Das Büro ist gerade hier, da. Cool, lass uns doch gleich mal ein paar einbauen, das finde ich super. Dürfen wir das? Ist das okay? Ja. Ja, okay. Ja, das ist ja vom Internet. Wo ist Adobe Frankreich? UI-Designer für Maps-Design ist auch echt cool. Also super spannend. Könnte ich mich auch ein bisschen drin verlieren. Dann hier, glaube ich, oder? Ist er? Oder ist er auf der anderen Seite, gell? Der was? Der Eiffelturm. Du hast ihn gesehen. Du hast, tust ein wenig rüber bewegen das Bild. Da ist er. Ah, perfekt. Cool. Dann müssen wir ihn auch ein bisschen rüberziehen. Jo. Dann haben wir den hier. Und wir haben noch das Hotel, das ist irgendwo hier unten wahrscheinlich dann, oder? Ja, das sieht man nicht auf der Karte. Das sieht man nicht, okay. Ich tue jetzt einfach mal so. Ja. Genau. Geht ein Marius nicht da suchen? Der ist nicht da. Ich bin hier. Genau. Okay, warum ist das die Karte zu knapp? Muss ich nochmal einen Ausschnitt machen. Ich hoffe, mein Erdkundelehrer schaut nicht zu. Aber ich gehe nicht davon aus. Ja, Dirk sagt, für jede Notiz auf dem iPad, kann auch machen. Nochmal? Habe ich auch probiert, alles auf dem iPad mit dem Apple Pencil zu notieren. Aber nein, funktioniert nicht für mich. Und René sagt, ich glaube, UI-Designer für Maps will keiner werden. Ah. Ehrlich? Okay. Warum? Ja. Würde ich gerne mal wissen, warum. Oder und wie wäre es mit einer 3D-Karte oder Livecam mit Echtzeit-Infos, wenn man durch die Stadt geht? Coole Idee. Fand ich gut. Vor allem das Wetter ist super, das mache ich echt gerne. Ich guck das gerne funktioniert so nur, wenn du deine wie heißt das? Nicht WhatsApp. Ah, der Snapchat. Snapchat-Glasses. Ja. Ja. Da bin ich auch gespannt, was danach kommt. Okay, also wir haben jetzt mal die View. Ich werde die aber nicht gleich sehen dürfen. Also ich auch wieder ein kleines Detail, wie dir gestern aufgefallen ist bei Netflix. 10 Sekunden, 15 Sekunden Unterschied. Machen echt viel aus. Also hier auch irgendwie so das Timing zu beachten. Wenn ihr einen Motion Designer habt bei euch im Team oder ihr habt Zugriff drauf oder ihr seid sogar selbst einer. Werdet euch eurer Macht bewusst. ihr könntet über sehr viel entscheiden, was die App angeht. Also wir machen das nachher noch mit dem Prototyping-Tool. Ich will jetzt erstmal für mich selber verstehen, wie ich das Ding aufbauen will oder wie es Sinn macht. Genau, also wir werden... Ich lock mal die mal kurz... Ah, René sagt, malt man Karten wie für zum Beispiel Flyer, das ist super zeitintensiv und naja, irgendwann nervt es uns doch, nervt es nur noch. Naja, also, weißt du, ich habe zum Beispiel als Kunde das Public Transport, wie sagt man, also die Busfirma von Florenz gehabt. Ach cool. Wir haben mit meinem Kollegen
Michael Fantacci haben wir die ganzen Karten wieder gezeichnet. Okay. Ja, um eben zu zeigen, wo die Busse herumgehen und so. Und dann eben auch ein System gebaut mit den Karten, die dann auch sehr schnell ändern konnten. Und wo die Leute dann auch das PDF runterladen konnten und so. Und super. Und ja, ich finde, das macht schon Spaß. In den 90er Jahren. Okay, jetzt verstehe ich, was du meinst mit Map Design. Da bin ich bei dir. Da wäre ich auch. Aber es ist ein cooles Ding. Also da, glaube ich, bin ich aber auch zu ungeduldig. Ich meine jetzt wirklich Map UI, also was wir eigentlich gerade machen, was auf der Map passiert. Genau. Ja, und Tony sagt, die Kunden sind ja da nie zufrieden und heutzutage gibt es ja Google Maps. Ja, aber... Wie heißt dieses andere Map? Mapbox. Kennst du Mapbox? Ja. Aha. Mapbox.com. Auch sehr schön. Die haben auch super Filter, um eben eben auch so die Karten. Da kann man wirklich das Map nehmen und super, danke. Sagen, was man will. So eins. Und wie das aussehen soll. Soll ich mal kurz aufmachen? Ja. Mapbox. Oder hast du schon? Maps. Smooth. Ja, genau. Mapbox, okay, und geh dann auf, bin ich gegangen? Products, Maps, und dann, wenn du runtergehst, siehst du die verschiedensten, cool. Wie du die Maps machen kannst, oder auch, wenn du weiter runtergehst, kannst du auch Filter drauf tun. Sehr schön. Das ist was unglaublich Gutes, wie viel Zeit man sich spart. Also ja, damals hatte ich mir vor ein paar Jahren noch... Da vielleicht hast du recht, das für Map-Design eben, gut, das ist so cool. Wow. Ja, das ist alles Smooth Transitions, wenn es digital ist und wenn du noch weiter runter gehst. Ja, auch Dateien drauf. Da haben wir schon. Perfektes Tool. Also wenn man eine App bauen will. Ja. Und Dynamic Design, okay, noch weiter. Ich weiß cool. Den speichern wir uns doch gleich mal, finde ich gut. Zum Beispiel sowas, was dann aufs Whiteboard kommt. Nicht vergessen, ist gleich. Das ist, glaube ich, was du meinst, auch mit den Skizzen. Das ist so aus der Psychologie, diese neuronalen Netzwerke, die funktionieren auch eher so. Ja. Also, dass man eigentlich wirklich nicht direkt verbindet, so technisch, wie wir das machen online, sondern eigentlich eher so locker. Unsere Synapsen verknüpfen. Ja, und da spart man sich wirklich viel Zeit, aber man hat eben Maps, die nicht Google Maps sind und mit den Sachen, die man wirklich braucht. Total cool, super. Sehr zu empfehlen. Die haben ihr eigenes Mapping gemacht oder die sind auch. Also die Daten, auf die sie zugreifen oder die sie haben, sind auch irgendwie okay. Cool, genau. Also wir fangen dann an. Wir haben diesen Screen noch gelockt. Alright. Ist du kalt gleich? Ist kalt. Okay. Du kannst gerne ein bisschen wärmer. Kein Problem. Grad drauf. Wir sind zu cool. Gut für alle, glaube ich, die hier sind. Also ich habe auch mich jetzt einfach, was ich mir gestern festgelegt habe als KPI, ich will nicht hier gleich ein fertiges UI-Design haben, weil ich will mich heute einfach mal auf den Teil konzentrieren. Okay. Und tut auch ganz gut, weil ich finde, wenn ihr mal auf so einem Stuhl sitzt wie ich gerade und an euch selbst diese Erwartung halt gestellt, man muss da irgendwie was Perfektes abliefern, was Designer immer so gerne machen. Geben wir mal gleich 120%. Tut es auch mal ganz gut, mal zu sagen, hey, heute will ich so und so erreichen und morgen ist ja auch noch ein Tag. Glaube ich, tut einem das ganz gut. Jetzt habe ich mit einem Kollegen von mir gestern, wir haben mal Sascha, wenn du zuhörst, kannst du mal kurz den Link schicken zu unserem Chatbot, den wir gebaut haben.
Ich kann mich nicht erinnern. Kann ich hier kurz, also ist okay, wenn ich Skype kurz aufmache, weil da ist der Link drin, ist okay. Ah, warte, soll ich da auf eine andere, ich gehe mal hier rüber mit deinem, boom. Ah. So, jetzt kannst du cool. Danke. Sachen kontrollieren, Passwort reintun. Perfekt, dauert auch nicht lange. Passwort 123. Marius. Kann ich jetzt funktionieren? Ja, und es sind noch genau 5 Minuten, bis wir einen Namen auswählen. Ja, Kevin Schneider, Evil City. Nice. Evil Series. Ich hoffe, ich habe es gleich hier. Ja, ich habe es gefunden. Gefunden? Ja, ich habe es gefunden. Cool. Können wir zurück? Können wir gerne zurück, ja. Super. Was nicht, alles geht. Einen, den wir gestern gefunden haben, den fand ich total cool. Also super Domain auch, strml.net. Könnt ihr mal gucken, was euch dazu einfällt. Was ist diese Abkürzung? Strml, LML, wie auch immer. Das ist der neueste Schritt. Also wenn ihr mal wirklich Next Level UX machen wollt, dann sieht euer nächstes Projekt so aus. Mhm. Brutal UX, nennt man die. ziemlich cool. Aber ja, könnt ihr mal reingucken. Was wir jetzt gebaut haben mit einer Agentur, mit der wir gerne zusammenarbeiten in München, Palletfish, geht es auch um ein Projekt mit einem Chatbot. Und ihr könnt mit dieser API, euch ganz selbst locker eine selbst zusammenbauen. Mhm. Also der folgt eigentlich einer ganz eigenen, also ganz simplen Linguistik, also wirklich einfacher Satzbau. Ich kann sagen, hey. Also, sagt dann, also das ganze Ding funktioniert auch in WhatsApp oder in Threema, also die API spricht damit über eine Nummer. Und wir haben eigentlich nur so Keywords festgelegt, also kein NLP, also kein Natural Language Processing in dem klassischen Sinn. Ich sollte nicht immer so schnell reden. sondern einfach nur Keywords festgelegt. Und so ähnlich könnte es bei uns dann auch ablaufen, dass man sagt, hey, I see you're new in the city, you haven't been here before, du warst noch nicht da, ich möchte mal gucken, wie es so um die... Wir haben auch verschiedene Personas, Personae, auf was wir uns auch noch geeinigt haben. ich bin eher so einer, der nicht so viel plant, bevor ich in Urlaub war. Ja, ich bin dann ganz gerne einfach da und schaue mal die Stadt so an. Es gibt auch Leute, die planen ihre Trips, für die ist die App dann auch ganz gut. Sagen wir mal History. Okay. He doesn't know anything about history. Dann sagen wir Wayfinding. I want to get lucky. Okay, das ist jetzt für München. Aha. Genau, deswegen schlägt er mir was vor. Thanks. Ja, also so ungefähr könnte das dann ablaufen. Also wir haben dann irgendwie eine kurze... Ich sag das Siri auch immer danke. Ja? Ja. Sehr höflicher Mensch. Man weiß ja nie, wenn Artificial Intelligence uns alle kontrolliert. Dann erinnert sich Siri daran, dass ich nie Danke gesagt habe. Das passiert nicht. Siri. Thank you, Siri. Okay. Dann ist das schon mal Ende der Konversation. Und was wir jetzt gestern hatten, also springen nochmal zurück. Das ist das Schöne dran, weil er verliert eigentlich auch nicht den Faden. Ich meine, es sieht am Anfang ein bisschen chaotisch aus, aber das Gute dran ist, dass ihr eigentlich alle Assets und alle Ideen, die ihr so habt, auch wieder auf dem Artboard findet. Man muss nicht irgendwie lange rumsuchen oder habt irgendwas irgendwo rumliegen. Sondern könnt ihr eigentlich gleich mit reinsteigen. Und es sind wirklich so Kleinigkeiten, wenn man nochmal guckt. Viele Apps funktionieren wirklich gleich. Also ich glaube, iMessage hat es fast schon geklaut von WhatsApp. Die Farben sind super ähnlich. Also die Farbtöne, der Pastelltöne, das Blau ist fast das gleiche, weil man es einfach schon so gewöhnt ist. Also jeder, der jetzt iOS 11 schon installiert hat oder 11 heute oder gestern, merkt, dass es unglaublich kleine Unterschiede sind. Ja, Steve Jobs hätte das gehasst. Ja. irgendwann gewöhnt man sich auch dran, aber das ist dann wirklich Next Level. Das ist für den UI-Designer, für den Visual-Designer. Das interessiert uns jetzt heute noch nicht. Aber
fangen jetzt mal an. Ihr erinnert euch vielleicht gestern an unsere Skeleton Views, die wir hatten. Wo sind sie denn hier? Was ist mir denn jetzt eigentlich wichtig in so einem Modul? Was muss dieses Modul alles können? Deswegen finde ich Foursquare ganz schön. Also ich versuche jetzt ein Kartenlayout anzulegen, das ich wirklich überall nutzen kann. Lass es eine Web-App werden, vielleicht ist es auch eine einfache App, was auch immer. Ich kann diesen Container eigentlich für denjenigen, der den Content dann generieren muss, aus irgendwelchen Quellen, wo auch immer, so gestalten, dass er eigentlich überall einsetzbar ist. Das ist was Designer immer gerne vergessen. Ich auch lange, aber wenn man diesen Gedanken einfach im Kopf behält, man macht sich nur Freunde im Entwicklerteam. Nehmen wir den da mal kurz mit raus. Okay, Zeit ist fertig für den Namen. Keine Namen Tadum. Mehr geben, bitte. Jetzt lassen wir Evil Series das alles in den das Google Sheet rein. Und dann gucken wir das an. Nein, Evil Series. Jetzt. Jetzt ist Schluss. Okay. Wo wollen wir denn hin in Paris? Was ist denn schön anzuschauen? MoMA. Ja, es ist von außen auch ziemlich cool, eigentlich. Ja. Jetzt wirst du eben in den Schreib, gell? Ist es? Ja, genau. Okay. Sacré-Cœur. Sehr schön. Ich klaue jetzt einfach mal kurz ein Bild raus. Das Schöne dran ist, wir sind ja in keinem Kundenprojekt, wir dürfen das. wenn es okay ist. Tut euren Kollegen und euch selbst auch einen Gefallen, keine Smart Vector Images einfügen direkt ins File, weil ich habe gemerkt, das mag XD nicht so gerne, genauso wenig wie Photoshop. Was denn? Smart Vectors? Also wenn man das Bild als solches einsetzt, dann ist es erstens super groß. Ah, okay. Ja, ich finde in der Phase jetzt, um wirklich mal anzufangen zu konzipieren, zu skizzieren, wie bei Screenshots. Weil, okay. Da war bei mir dann der Moment, wo ich... ja, natürlich wird das Dokument dann riesig. Genau, ja. Weiß bestimmt schon jeder, aber ich sag's eigentlich nur für mich nochmal dazu. Was ich super finde, ist echt diese Rounded Corners, ist genial. Geht sogar für Bilder. Super. Ist schön, als das rauskam bei Illustrator. Die Series verteilt es sich schon. Sorry, Lucy, aber der böse, böse Rufus hat gesagt, Schluss. Okay. ja. Rufus ist Bad Cop. ja, Bad Cop. Evil Series, Good Cop. Border, wir wollen ein Film mit 10% Schwarz. Was macht Marius? Was ich mache? Ja. Ach so. Ich versuche gerade mir zu überlegen, wie dieser Chat aussehen könnte, nachdem wir jetzt eine Weile drüber gesprochen haben, und ich finde, der sollte eher so ein bisschen hier aussehen, weil ich stehe wieder zurück auf die zwei Jungs, die da auch auf die App drauf schauen, wie ich gestern, ich stehe in der Stadt, bin in einem Moment, wo es mich eigentlich eher stresst, ich will, vielleicht habe ich Hunger, ich bin müde, was auch immer, ich will mich jetzt nicht noch in einem neuen UI auseinandersetzen, wie sieht denn jetzt dieser Chat aus, was muss ich denn drücken, gib mir lieber was ich schon kenne, fühle ich mich wohl. Besser so. Genau, was ich jetzt gerade mache, also ich habe mir diesen ersten Screen angelegt. Das heißt, wir haben irgendwie einen... muss man mal kurz kopieren. Wir fangen an mit der Karte. Ah, der Evil Series kann Excel ganz gut benutzen und macht das sofort direkt. Wow, mit visueller Auswertung. Ja? Oh. Professional. Wow. Okay, wollen wir die Namen angucken? Sehr gerne. Ich weiß nicht, ob du... Kannst du den Link wieder in den Chat reintun, Evil Series? Dann können wir den auf dem Monitor von Marius aufmachen. Kannst du, wenn du auf YouTube schnell gehst und den Adobe Live. Den Adobe Live. Adobe Live. Ich gehe mal weg aus deiner Screen, sonst wird das dann Tunnel Vision. Ach, cool. Okay.
Okay, da ist das Link. Super. Wow, perfekt. Kannst Adobe Live wieder ausmachen. Und zurück. Okay, also. Wahnsinn. Super cool. Wie viele sind's? Oh, 90. Okay. Wow. Okay. Wie viel Zeit haben wir noch jetzt? Aber schnell durchlesen, wenn du da okay. was... Also erstmal echt danke an alle, ziemlich cool. Mhm. Hat jeder einen Award verdient. okay, wir lesen nochmal durch. City Bro finde ich ganz cool, aber das glaube ich gilt nur für ein paar Jungs. Agile City, Adventure, nice. Bon Tour, Body Tours, City Tripster. Body Tours finde ich ganz cool. Geht um Freunde, ja, auf jeden Fall. City Bro eigentlich auch. City Air, Cityfy. City Last, City Lost, City NGO, NGE. wie spricht man die aus? City and Go. City and Go. Ah, nice, okay. City Man, City Ride, City Scout, Seeker, City Talk, City Go, Escape. Evil City finde ich schon echt ziemlich gut. Fanway, auch schön. Ich mag echt gerne deutsche Namen. Jet Getaway ist auch cool. Always Mark Coins, Meet and Greet. Toastkrümel finde ich gut, der gefällt mir schon mal. Metropolis ist auch cool. My Place. Nummer auch cool. Open City finde ich ganz cool. Kann ich mir die markieren? Irgendwie? Ja. Ach, vielleicht nicht, aber ja. Ich bin auf View, oder? Ja. View only. Ah, okay, mach nichts. Ach, nicht. Ich, ja. Okay. Panorama. Cool. Stadtnomade finde ich cool, gefällt mir gut. Wahnsinn! Wahnsinn, ist das cool. Okay, also ich glaube, ich werde öfters Livestreams machen, das ist super für Projekte. Genial, danke euch nochmal. Aber dann musst du auch eine Creative Cloud für ein Jahr schenken. Okay, reden wir nochmal drin. Ja. Umwege ist auch cool. Will back up. Your home is my home. Nice. Auch guter Ansatz, gefällt mir. Yo, Urban. Nice. Also es sind echt ziemlich coole Namen dabei. Ich meine, jetzt aus... Wollen wir kurz ein Voting machen? Wie? Wir machen 3 als Auswahl und lassen kurz wählen. Okay. Können wir das machen? Ja, okay. Ja? Weil ich kann, ich könnte mich jetzt schon entscheiden, also, aber ich bekomme. Kannst du schon entscheiden? Also entscheide dich. Okay. Ja. Und warte. Zeig mir zuerst. Nein, nein, du bist ja auch online. Ja. Sag mal kurz. Okay. Nein, ich kann nicht. Ja, tu die Hände. Sieht genau aus. Tada. Im Hintergrund die Trommelmusik. Nein, ich weiß, da ist keine Trommelmusik. Ist genau. Okay, wollen wir ganz kurz, also ich fand es ganz cool, wenn wir einfach nur noch 3 auswählen und der Chat entscheidet sich. Open City würde ich ganz gerne zur Wahl herstellen. Dann Umwege finde ich echt schön, gefällt mir gut, ohne das zu beeinflussen. Und dann machen wir noch City and Go. Die sind alle von Kevin, oder? Das ist ein bisschen unfair. Super. Clive hatte schon Angst, dass die Namen für Melanie überschrieben worden sind. Aber nein. Nein. Sorry, also was hast du gesagt? Also machen wir mal, welchen hatten wir gerade? Wir hatten Umwege hatten wir. Mhm. Open City. Mhm. Und dann nehmen wir noch den oberen, jetzt um mich mal zu wissen, wie das so ankommt, Adventure. Wie? Was? Der erste hier. Adventure. 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 Ja, wie Adventure, nur mit Freunden zusammen. Nehmen wir die 3. Mal gucken. Aber warum Adventure? Also ich glaube, er wollte wie Adventure. Also wie Adventure, aber mit Freunden zusammen. Okay. Ja. Got it. Das ist mal ein cooler AB-Test jetzt, das finde ich gut. Ja. Wow. Oh, Stropo. Wow. Sogar. Okay, können wir sofort hingehen? Cool.
Du musst einen Link. Das kann ich abschreiben. Das geht. Okay. Strawball.me. 1, 3. Mann, ist da. 9, 7. Ist da Evil Series organisiert? 0, 4. Auch. Wow. Respekt. Ist kein Chatbot. Nein. Nein, okay. Super cool. Okay. Wir haben noch ein bisschen Zeit, ja. Okay. Machen wir 5 Minuten? 2 Minuten? 3 Minuten? Ja, nein, das sollte schnell gehen. Ja, okay. Ja. Ups, sorry. War nichts. Ah, dann kann ich nicht mehr. Darf ich auch kurz wählen? Können wir den Screen kurz wegnehmen? Okay. Okay, wir haben schon ziemlich viele Votes. Wählen. Wählen gehen. Ja. Ja. Wir haben extra keine Livestreams dieses Wochenende. Super. Ja. Ich schicke Marius und Clive nach Hause. Sehr gut. Ja. Okay, weiter wählen. Wow. Also, hätte ich gar nicht gedacht. Ja. Aha. Ich bin auch dafür. Mhm. Darf ich noch auch privat wählen? Können wir nochmal kurz. Ich möchte auch privat wählen. Ja, okay. Wähle privat, Moment. Okay, jetzt kannst du wählen. Okay. Okay, ich gehe zurück zu deinem Bildschirm. Da können wir live die Resultate sehen. Okay. Okay, wow, was denkst du, Evil Series? Hören wir auf? Das ist schon ziemlich. Machen wir noch 10 Sekunden? 10 Sekunden? 10, okay. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 3, 2, 1. Okay. Okidoki. Das ist ja super. Und der Gewinner ist Umwege. Und das ist natürlich hier da My Lady Janine. Super. My Lady Janine. Nein? Hast du schon eine Creative Cloud irgendwann mal gewonnen? Okay, My Lady Janine, du musst mich auf Twitter schnell folgen, sodass ich dir ein DM schicken kann und dann so close, ja, Paul, krass. Nein, da war nichts close eigentlich, das war 60, 31 und 10, ja, das... Hey, aber super Sachen. Not so close. Ja. Aber wirklich cool. Glückwunsch, wirklich cool. Danke an alle, die mitgemacht habt. Und Lady Janine, bitte bei Twitter... Oh. Even art director likes it. Just trust me. I'm an artist. This looks like a shortlist. I need it to be gold. Ja, genau. Wow, kann man sehen. Ich meine, shortlist, gold. Ist ja. Schon gut. Okay. Also, mach weiter. Ich kümmere mich um Lady Janine. Cool. Schöner Name. Haben wir 2 schöne Namen. 7 Sachen. Über Umwege zu 7 Sachen. Nice. Gut. Okay. Also, was ich eigentlich mache, um da nochmal drauf zurückzukommen. Das ist super, weil dann können wir morgen daran weiterarbeiten. Ich glaube, wir haben jetzt so das Konzept für den ersten Screen ganz gut. Wir haben unsere soziale Komponente mitbedacht. Die Leute, die das Ding benutzen, haben einen Vorteil. Das ist familiär. Wir wissen schon, wie das Ding funktioniert. Wir haben Pattern gewählt, die wir kennen aus Google Maps oder aus WhatsApp oder aus anderen Chat-Apps. Wir haben den Screenflow eigentlich ganz schön reduziert. Also wir haben im Endeffekt nur noch ein Screen mit Overlays. Und was wir dann als nächstes angehen, sind unsere Skeleton-Views für die einzelnen Komponenten. Ich glaube, das schaffen wir heute nicht mehr, das machen wir dann morgen. Und was ich immer wichtig finde, ist so eine Key-Pattern zu haben, den man nicht klaut. Also ich finde so Klauen gut. Darf man auch machen oder irgendwie sich inspirieren lassen. Aber eine App, die eine Brand hat, die ein bisschen für sich alleine stehen kann oder individuell ist, glaube ich, hat so ein kleines Feature, dass man nicht unbedingt von den anderen klauen muss, sondern einfach selbst entwickelt. Das überlege ich mir aber noch, das machen wir dann morgen.
Cool. Also wenn man dann jetzt mal rauszoomt, dann seht ihr, das eigentlich so ein kleines, könnt jetzt genauso gut auch irgendwo im Büro hängen oder auf eurem XD laufen. Wir sind, haben das Ganze ein bisschen verdichtet aus der so wirklich konzeptionellen Sicht, welche Themen beschäftigen einen, welche Referenzen hat man, welche Erfahrungen hat man schon gemacht, welche Ziele setzen wir uns, ein bisschen zu synthetisieren auf einer höheren Ebene, konkreter zu werden, hier vielleicht auch in einem Workshop mit einem Kunden zu arbeiten oder mit euch im Team, zu dokumentieren, was will ich eigentlich erreichen, welche Ebenen möchte ich abbilden. Ich glaube, so jetzt, wir haben ein bisschen über Content gesprochen, der kann sehr unterschiedlich aussehen. Wahrnehmung haben wir heute auch drüber gesprochen. Also gibt es schon Wege, die eingelaufen sind, haben wir vielleicht auch dadurch schon automatisch, also eigentlich so ein bisschen AI-kuratierte Pattern auf Karten und dadurch dann auch schon irgendwie Touren, die wir in der App. Lady Janine, ich habe dir einen DM geschickt. Cool, super, es lohnt sich auf jeden Fall, die Livestreams zuzuschauen. Ja. Und was wir eigentlich schaffen wollen, wir wollen. Noch 9 Minuten. Was möchtest du noch schaffen heute? Was ich noch schaffen möchte? Ich möchte eigentlich. Was schreibe ich da jetzt rein? haben wir schon eine Strategie? Wir brauchen, glaube ich, auch keine Strategie. Weil Melanie ist schon da. Ich habe sie gerade tweeten gesehen. Melanie ist bereit. Melanie ist schon da? Okay, cool. Achso, wir sind schon soweit. Ja. Gut, dann Strategie kommt morgen. Ja, ich habe mein Whiteboard jetzt noch nicht so gut gepflegt heute. Normalerweise wäre da halt schon mehr drauf. Aber ist okay. Tabs sind offen. Pinterest zählt auch. Oder was auch immer ihr gerne nutzt. Kann auch gerne Folder sein im Mac oder auf Windows. Wie auch immer. Cool. Das Schöne dran ist, wir haben überhaupt keine Navigation. Wir brauchen kein Burger-Menü. Wir brauchen keinen Back-Button. Wir brauchen keine Settings. Ziemlich simple. Okay. Gut. Okay, also was werden wir morgen machen? Ah, wir haben noch Zeit. Aber wir haben noch Zeit. Ja, wir haben noch Zeit. Wir haben heute viel zu viel Zeit. Wir haben viel zu viel Zeit. Heute geht alles. Obwohl, was ist dann passiert? Ah ja, dann habe ich das Lower Third falsch gehabt. Wir können noch jetzt gleich ändern. Ja. Nein, das also Lower Third ist fein. Okay. Aber weißt du, wie ich das auf falsch tue? Auch falsch? Ja. Ja. Ein falsches Lower Third? Okay. Ja. Kommen wir wieder zurück. Okay. Das war gut. Habt ihr noch Fragen? Nutzen wir die paar Minuten doch noch für Fragen. Also ist der Kontrast noch zu gering? Konnte dem irgendwie folgen? Habe ich das verpasst? Aber dieses Ding, das kommt rauf und dann geht es wieder weg. Genau, also du siehst eigentlich nur die Karte kurz. Mhm. Du siehst schon, was passiert. Du wirst aber noch ein bisschen angeteasert. Du musst erst diese Form ausfüllen. Mhm. Begrüßt dich in der Sprache des Landes, wie auch immer. Und dann gehst du noch diesen Chat durch, den wir jetzt dann erst planen. Okay, tun wir es in die Sprache des Landes. Ja? Ja. Ich habe es voll falsch geschrieben, ich. Oder? Ah, ja, okay. Ja. Ah, okay, und dann auf Englisch unten. Okay. Genau, also okay. Auf Deutsch. Ja. Auf Deutsch. Wir können willkommen. Willkommen in Paris. Und wie antwortet man die Frage? Sollen wir noch ein kleines... Machen wir noch. Wir haben noch ein bisschen Zeit, oder? Mhm. Wer auch immer dieses Tool gebaut hat, welche Agentur das gemacht hat, hat echt einen super Job gemacht. Jetzt bin ich es hoffentlich auch irgendwo. Wie geht es Ihnen heute? Total genial. Mhm. Ich habe eigentlich nur 2 Antwortmöglichkeiten, jetzt im ersten. Mir geht's gut. Und ich kann dazu noch eintragen, wie es mir wirklich im Detail geht, als Adjektiv. Okay. Und die Leute sind Englisch
Den Leuten geht's gut. Vielen Leuten geht's gut, ja. Oder ist das nicht nur du? Das sind jetzt alle, die sich heute schon... Okay. Die heute schon... Weiß man, wie viele? Sieht man, glaube ich, auch gleich. Mhm. Muss man noch überlegen, wie es mir geht. Mir ist es gerade... Ja, mir geht's gut. Ich bin NG. Also wird auch gesammelt, wirklich super gut. Zwei cool, kann man eigentlich auch gucken, ist wie so ein Out of the Chest. Und was ich eigentlich ganz gerne machen würde, ich würde diese Daten dann auch sammeln. Also wie geht's mir auf langere Zeit, und dann ist es super, weil man eigentlich, man kann aus diesen ganzen Adjektiven, die man sammelt, eine Hierarchie aufbauen. Also vieles ist ja dann ähnlich oder hat den gleichen Wortstamm. Und man könnte dann in der App jetzt sagen, das kann man auch gleich, dann muss das morgen nicht nochmal machen. So generelle Dinge, ich muss nicht selber eintippen, ich habe dann, was weiß ich, ich bin zum Beispiel super entspannt, ich bin kulturinteressiert, ich bin müde, ich bin erschöpft, und dementsprechend gebe ich dann in den Chat ein, also drei Bubbles, ähnlich wie bei Quartz, und kann dann sagen, okay, okay, dir geht's gut, willst du was entdecken? Hier, schau mal, es gibt eine Tour für dich, da waren schon drei von deinen Freunden, die habe ich dir jetzt gerade zusammengebaut, die Tour. Ja, ja, ja. Dann kannst du dir angucken. Cool. Ja. Cool, okay. Ganz schnell, was werden wir morgen machen? Morgen kommt Teil 2. Teil 2? Teil 2 der Screens, die wir jetzt noch nicht haben. Also wie sieht die Map aus, wenn sie unlocked ist, und wie wird der City Guide ablaufen. Okay. Da glaube ich, ist so Personalisierung dann noch ein Thema, das ich ganz gerne angehen würde. Und so ein bisschen dieses Map-Design. Also welche Hints kann ich geben auf der Karte mit Illustrationen vielleicht, um zu zeigen, wo man hin muss. Und wird unser Chat ein Prototyp austesten können? Ja. Kann man das machen? Ich glaube, das kriegen wir. Ja. Wer möchte mit Marius ist ab, da wir jetzt einen Namen haben? Umweg? Nein. Umwege? Umwege. Ja. Umwege, ja. Total gut. Der Name von Janine. Ja, Umwege. Und Umwege, mit Umwegen geht es morgen weiter. Ja. Und wie gesagt, das ist der zweite Tag hier an unserem Livestream, live aus Paris, auf Deutsch. Auf Deutsch. weil in diesem Moment ist in München ja halt Oktoberfest, und da war sehr kompliziert, Leute hinzukriegen. Deshalb sind wir noch in Paris. Aber der Plan ist, ab Oktober aus München zu streamen. Das wird alles viel, viel einfacher. Aber ja, wir sind live noch heute und morgen. Heute kommt natürlich noch Clive und Melanie. Und Melanie wird auf ihrer iPad-App für ihr botanisches Buch arbeiten. Und da haben wir auch ein Gewinnspiel, wo wir den Namen für diese App suchten. Und da wird der Clive natürlich den Namen, die Melanie den Namen auswählen. Und wie gesagt, Tag 2, morgen geht's weiter von 10 Uhr bis 18 Uhr, alles über Experience Design. Und ich kann vielleicht schon ein wenig reden über das nächste Stream im Oktober. Die Daten habe ich jetzt nicht im Kopf, aber das ist die Woche genau nach Adobe Max. Ich bin dann von Adobe Max, gehe ich dann nach Hause, eine Nacht dort, und dann gehst du nach München für den Livestream. Wow. Und da werden wir über die coolen Sachen, die in Las Vegas bei Adobe Max passiert sind, neue Technologien zeigen mit super Gästen, und das wird auch ein cooler Stream. Und dann, wie gesagt, diese Streams auf Deutsch kommen jetzt jeden Monat. Ja, super cool. Super cool, ja. Und ja, das machen wir so gern, weil ihr ja auch so viele seid hier im deutschsprachigen Raum, die da zuguckt. Also das macht uns ganz viel Spaß. Ja. Und ja, in genau 6 Minuten ist die Janine hier zusammen. Nein, Janine, ja. Okay. Janine kommt auch. Das macht die Melanie. Sorry, Melanie. Die Melanie ist draußen und hört zu. Wer ist Janine? habe ich natürlich nichts extra gemacht. Ja. Und Lady Janine ist da im Chat. Da, was? Ich doch? Was? Jetzt? Also okay. Mal, Applaus an euch. Applaus an den Chat. Super.
Also wir sind wieder zurück in genau 5 Minuten. Also nicht weggehen, hier auf adobelive.com und gleich geht es mit der Melanie weiter. Und